Sehr geehrter Herr Generalsekretär Almagro, lieber Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, noch nicht bei uns, aber in Kürze eintreffen wird der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Thomas Bareis. Sie sagen ihm, dass ich ihn begrüßt habe. Exzellenzen, Botschafterinnen und Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Ich freue mich, dass wir heute die große Ehre haben, den Generalsekretär der ältesten multilateralen Institution der Erde, der Organisation Amerikanischer Staaten, Herrn Almagro, als Ehrengast unseres Lateinamerika-Kongresses zu haben. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, namentlich die Arbeitsgruppe Auswärtiges und der zuständige Berichterstatter Andreas Nick, haben bereits Mitte der letzten Legislaturperiode damit begonnen, uns dem Thema Zusammenarbeit mit Lateinamerika stärker zu widmen. Wir haben 2017 ein erstes Strategiepapier dazu vorgelegt und Ihnen liegt nun vor, in deutscher, englischer und spanischer Sprache und portugiesischer Sprache, das Lateinamerika-Papier der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, was wir heute gemeinsam mit unseren Podiumsgästen und mit Ihnen diskutieren wollen. Ich freue mich, dass auch die Bundesregierung seit etwa einem Jahr dem Thema Lateinamerika eine besondere Aufmerksamkeit widmet. Ich habe heute mit Freude das Interview von Staatsminister Ahn, ich glaube, es war im Tagesspiegel gelesen, wo das Thema auch betont wurde. Ich fühle mich erinnert an einen Spruch, den ein Da ist der Thomas Bareis. Herzlich willkommen für die Bundesregierung. Etwas, was mir ein früherer politischer Freund mal gesagt hat, in der Politik gibt es kein Copyright. Wenn man eine gute Idee hat, ist es gut, wenn andere diese Idee auch übernehmen. Und insofern können wir davon ausgehen, dass Deutschland mit Unterstützung der Regierungsparteien ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Lateinamerika aufschlägt. Lateinamerika ist für uns in vielerlei Hinsicht wichtig. Ich kann nur ganz wenige Aspekte ansprechen. In einer Zeit, in der die multilaterale Ordnung auch von denen mit herausgefordert wird, die sie einst mitgeschaffen haben, ist es wichtig, dass Deutschland, dass die Europäische Union Partner und Freunde sucht, die wertebasierte Weltordnung weiter zu stabilisieren und dem Völkerrecht zum Durchbruch zu verhelfen. Da haben wir in Lateinamerika, in den vielen Staaten Lateinamerikas, nicht in allem im Augenblick, aber in den meisten Staaten Lateinamerikas, potenzielle Verbündete und Freunde zur Stärkung der multilateralen Ordnung. Wir haben darüber hinaus viele gemeinsame Themen, wirtschaftliche Interessen, Sicherheitsinteressen und natürlich klimapolitische Interessen. Und wir wollen als CDU-CSU-Bundestagsfraktion natürlich insbesondere auch den Dialog mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Parlamenten der Staaten Lateinamerikas suchen. Wir haben gerade auch darüber diskutiert mit Herrn Almagro beim Mittagessen. Wie ist das eigentlich? Wie sind die Erfahrungen mit der Präsidialdemokratie, die in den meisten lateinamerikanischen Staaten das dominierende Demokratieprinzip ist, im Verhältnis zur Rolle der Parlamente, im Verhältnis zur Mehrheitsbildung und zur Sicherheit von Mehrheit für eine handlungsfähige Regierung in den Staaten? Das sind alles Dinge, wo auch ich glaube, dass auch wir Parlamentarier uns intensiv einbringen können. Ganz wichtig sind die bilateralen Kontakte Deutschlands und des deutschen Parlaments zu den Staaten Lateinamerikas. Aber ganz wichtig ist natürlich auch ein enger deutscher Kontakt und europäischer Kontakt zur großen Klammer, zur verbindenden Institution der Organisation Amerikanischer Staaten, die in Blickweite des Weißen Hauses, Herr Almagro spricht immer von seinem Nachbarn, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, in Blickweite zum Weißen Haus in Washington ihre altehrwürdigen Räumlichkeiten hat und in denen im Augenblick viele Krisensitzungen, Sondersitzungen der Botschafter stattfinden zur Situation in einzelnen Staaten Südamerikas und Mittelamerikas. Ich bin der Meinung, Deutschland sollte auch den Kontakt zu dieser Institution intensivieren. Ich vertrete die Position, dass Deutschland durchaus auch darum bitten sollte, dass förmlich ein Botschafter Deutschlands bei der OAS akkreditiert wird. Das wäre ein weiterer Schritt des Unterstreichens der Zusammenarbeit.
Und ich möchte zum Schluss an dieser Stelle noch eine Institution nennen oder Institutionen nennen, die uns in der Zusammenarbeit mit Lateinamerika auch besonders wichtig sind. Das sind die politischen Stiftungen der demokratischen Parteien in Deutschland. Und da liegt uns als Christdemokraten natürlich die Hans-Seidel-Stiftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung am Herzen. Es war die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ihr erstes Büro 1962 bekannterweise in Venezuela eröffnete. Und es hat viele intensive Kontakte zwischen Politikern Südamerikas und Europas und Deutschlands gegeben, vermittelt über die Stiftung. Und auch wir als Abgeordnete profitieren sehr davon. Deswegen auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hans-Seidel-Stiftung vor Ort, die uns als Abgeordneten und auch letztlich der Regierung, unserer Regierung und unseren Regierungen bei der Zusammenarbeit hilft. Ich wünsche uns einen spannenden, einen fruchtbaren, einen vorausschauenden, weit in die Zukunft blickenden Kongress. Die Podiumsteilnehmer, die Andreas Nick nachher noch im Einzelnen vorstellen wird, werden dazu mit Sicherheit beitragen. Und ich freue mich nun, dass der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ralf Brinkhaus, das Wort ergreifen wird. Herzlichen Dank. Ja, lieber Jürgen Hart, ganz herzlichen Dank. Der Fraktionssaal ist voll. Für diejenigen, die uns nicht kennen, das ist unser Wohnzimmer, in dem dienstags nachmittags ab 3 Uhr durchaus heiße politische Schlachten geschlagen werden, wie das in einer so großen Fraktion üblich ist. Heute schlagen wir keine politischen Schlachten und haben keine Diskussion über innenpolitische Sachen, sondern wir haben heute uns ganz bewusst die Zeit genommen, über Außenpolitik zu sprechen, und zwar über einen ganz besonderen Teil dieser Welt, weil wir glauben, dass Lateinamerika, Südamerika in Deutschland viel zu wenig im Fokus stehen. Es wird sehr viel geredet über die transatlantischen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Es wird noch mehr geredet über das, was momentan im Nahen Osten passiert. Wir blicken mit wachem Auge nach Asien, insbesondere nach China. Wir hatten jetzt die deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Alles gut und alles richtig. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Länder, die Sie hier vertreten mit dem Herzen oder auch als Botschafterinnen und Botschafter, als Mitarbeiter von der Botschaften beziehungsweise auch von Organisationen, dass diese Länder sehr, sehr wichtig sind. Sie sind sehr wichtig für die Welt, sie sind auch sehr wichtig für uns. Wir haben das so jetzt am Rande mitgekriegt. Die katholische Kirche hat sich intensiv mit Amazonien beschäftigt. Wir diskutieren momentan sehr stark über das Mercosur-Abkommen. Über Regenwälder wird natürlich gesprochen im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel. Und es wird natürlich auch über die politische Situation in all diesen Ländern gesprochen. Und deswegen bin ich meiner Arbeitsgruppe Außen sehr, sehr dankbar, dass Sie heute diesen Kongress organisieren. Vielen Dank, Jürgen Hart, vielen Dank, Andreas Nick, an den inneren Dienst unserer Fraktion, die das möglich gemacht haben, an die Dolmetscher, die heute gekommen sind, um uns entsprechend zu helfen. Aber auch vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Dankeschön, und wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, an unsere Podiumsteilnehmer. Herr Almagro, es ist eine große Ehre für uns, dass Sie uns heute nicht nur besuchen, sondern dass Sie mit einer Keynote heute diesen Kongress einen Anschub geben und in die Diskussion auch einsteigen lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank auch Frau Dr. Ziller, dass Sie die Forschungsperspektive einnehmen, dass die Bundesregierung hochrangig mit dem parlamentarischen Staatssekretär mit Thomas Barreis vertreten ist. Gleich wird noch Peter Weiß dazustoßen, Stefan Müller von der CSU. Das ist alles sehr, sehr wichtig und zeigt, wie ernst wir dieses Thema nehmen. Ich würde Ihnen für den heutigen Nachmittag eins wünschen, dass Sie mit vielen Inspirationen hier rausgehen, weil wir werden heute Nachmittag sicherlich nicht dazu kommen, alle Herausforderungen zu lösen. Aber ich denke mal, das Ziel ist es, für uns alle schlauer zu werden und in die Woche, in die nächsten Monate, in die nächsten Jahre hineinzugehen mit vielen, vielen Ideen, mit vielen, vielen Anregungen. Und dafür ist der heutige Nachmittag da. Bitte um eine Sache um Verständnis. Es wird heute bei den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages und auch bei mir ein Kommen und Gehen sein. Wir stehen, wie Sie auch den Zeitungen und den Medien entnommen haben, wieder vor einer sehr interessanten Plenarwoche. Das heißt, hier ist jeder gefordert. Wir werden
morgen unsere Fraktionssitzung haben, Mittwoch, Donnerstag, Freitag geht es ins Plenum hinein und insofern wird der ein oder andere jetzt dann gehen, wie ich das tun würde, der ein oder andere wird dazukommen. Das ist nicht ein Zeichen von mangelndem Respekt, sondern das hat was mit unserer Arbeit zu tun, aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, obwohl viel los ist, dass wir diesen Kongress erst recht machen, weil ich glaube, für wichtige Dinge muss man sich auch Zeit nehmen. Es ist wichtig, es ist schön, dass Sie alle gekommen sind und die Wichtigkeit des heutigen Nachmittages nochmal zu unterstreichen. Vielen Dank, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen einen guten, guten Nachmittag. Ja, lieber Ralf Brinkhaus, lieber Generalsekretär Almagro, Exzellenzen, Vertreter des Diplomatischen Dienstes, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Lateinamerika-Kongress. Das Thema hat in unserer Fraktion lange Tradition, es ist schon angesprochen worden. Die Adenauer Stiftung hat den Ursprung ihrer internationalen Arbeit in Südamerika. Ich selbst war 1991 zum ersten Mal mit einer Delegation der Jungen Union Deutschlands in Chile und vertrete seit 6 Jahren dieses Berichterstatterportfolio im Auswärtigen Ausschuss. Und wir haben in der vergangenen Wahlperiode beschlossen, dass wir uns intensiver nochmal an eine Überarbeitung unserer Strategie in Richtung Lateinamerika herangeben. Die letzte Lateinamerika-Strategie der Fraktion stammte aus dem Jahr 2008. Wir haben 2017 ein Positionspapier erarbeitet, das mehr eine Analyse der Ausgangslage darstellte, eine Bestandsaufnahme. Wir haben damals gesagt, das ist eigentlich ein Window of Opportunity, das von 2 Entwicklungen gekennzeichnet ist, nämlich von einigen Umbrüchen, demokratischen Wahlprozessen, Veränderungen in der Region selbst, aber vor allem von einer veränderten geopolitischen Ausgangslage, einem Rückzug der Vereinigten Staaten aus internationaler Verantwortung, einem zunehmenden Engagement Chinas, insbesondere aber auch Russlands in dieser Region, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und geostrategisch, und dass wir als Europäer eigentlich gefordert sind, uns dieser Region mit vermehrter Aufmerksamkeit zuzuwenden. Noch in den 70er und 80er Jahren stand Lateinamerika im Fokus zahlreicher politischer Debatten, auch in Deutschland. Über die vergangenen 30 Jahre hat das ein Stück weit nachgelassen, auch weil andere Entwicklungen von der Öffnung Osteuropas, dem ökonomischen Aufstieg Asiens, aber auch der krisenhaften Entwicklung in unserer Nachbarschaft im Mittleren Osten, in Nordafrika, viel an Aufmerksamkeit absorbiert haben. Aber es hatte vielleicht auch etwas mit der Entwicklung in der Region selbst zu tun. Und wenn wir die Nachrichtenlage der letzten Tage und Wochen in den Blick nehmen, hat sich die Situation auch noch mal etwas weiterentwickelt. Wenn wir 2017 von einem Window of Opportunity gesprochen haben in der Entwicklung der Beziehungen zu Lateinamerika, dann können wir heute vielleicht konstatieren oder müssen sogar konstatieren, wir sind eigentlich mehr an einem Window of Necessity, weil sich doch viele Umbruchssituationen in der Region darstellen. Es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen von Krisen in Chile, in Ecuador, in Bolivien, natürlich in Venezuela. Es gibt wieder einen Regierungswechsel in Argentinien. Aber viele der Kontextfaktoren, die diese Krisen sind, unabhängig von der politischen Situation in den einzelnen Ländern gemeinsam. Das ist die nach wie vor große Ungleichheit in der Region, gesellschaftliche Spannungen, die daraus resultieren. Es ist eine Wirtschaft, die nach wie vor zu sehr abhängig ist von der Extraktion von Rohstoffen, auch mit gesellschaftspolitischen Folgewirkungen, auch mit hier und dort umweltpolitischen Folgewirkungen. Und es sind doch nach wie vor teils schwache politische Institutionen, von den politischen Parteien bis auch zu den Rechtsstaatsinstitutionen. Und wir haben als Europäer ein fundamentales Interesse an dieser Region. Die EU ist der zweitwichtigste Handelspartner Lateinamerikas. Trotz aller Schwierigkeiten, Lateinamerika ist nach Europa und Nordamerika die demokratischste Region der Welt. Uns verbinden historische und kulturelle Wurzeln mit den Staaten und den Menschen in Lateinamerika wie mit keiner anderen Region der Welt. Und deshalb sind auch die Staaten Lateinamerikas für uns natürliche Partner, wenn es um die Erhaltung und Weiterentwicklung der regelbasierten liberalen
internationalen Ordnung geht. Was ich beschrieben habe und was wir aktuell aber erleben, zeigt auch in den Staaten Lateinamerikas, dass es einen großen Bedarf gibt, Politik noch mehr an sozialem Zusammenhalt, an marktwirtschaftlichen Strukturen und an Nachhaltigkeit auszurichten. Und dass wir gerade in einer Phase, in der auch Mächte wie China ihr Engagement auf dem Kontinent intensivieren, sind wir dringend gefordert, uns auch entschieden und vertrauensvoll unseren traditionellen Partnern in der Region zuzuwenden. Und meine Erfahrung ist, dass sich die Blicke in fast allen Staaten Lateinamerikas immer sehr erwartungsvoll Richtung Europa, auch gerade Richtung Deutschland richten. Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist in dieser Region noch niemals spannungsfrei gewesen. Es gibt auch eine gewisse Desillusionierung, was die Umstände und Ziele des chinesischen Engagements in der Region betrifft. Und gerade wir in Deutschland und Europa genießen dort ein großes Vertrauen, weil man uns auch vielfach abnimmt, dass wir nicht kurzsichtige und engstirnige Eigeninteressen verfolgen, sondern dass wir nachhaltig auch bereit sind, in die Entwicklung der Region einzubringen. Wir haben in unserem Strategiepapier, was wir vor wenigen Wochen vorgestellt haben, bewusst darauf verzichtet, uns einer Strategie Land für Land vorzunehmen. Wir haben in dem Analysepapier die Entwicklung in den unterschiedlichen Ländern stärker betrachtet. Wir haben aber sehr stark versucht, thematische Schwerpunkte zu setzen und auch einen langen Horizont zu setzen mit einer Vision in Richtung 2030. Und natürlich geht es da um die Fragen der Förderung von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von Menschenrechten, der Stärkung auch von demokratischen Institutionen, ein Themengebiet, auf dem gerade auch unsere politischen Stiftungen in der Region arbeiten, weil Good Governance ist die Voraussetzung für viele andere Entwicklungen. Und natürlich stehen die Fragen von Wirtschaft und Handel sehr stark im Vordergrund. Wir haben in unserem Diskussionsprozess, bei dem uns ja auch die diplomatischen Vertretungen der Staaten Lateinamerikas sehr intensiv unterstützt haben. Wir haben ja verschiedentlich Begegnungen auch zu diesem Diskussionsprozess gehabt. Da war die Frage des EU-Mercosur-Abkommens noch bei weitem nicht so auf der Zielgeraden, wie es mittlerweile auch ist. Aber auch das muss noch über die Schwelle natürlich der Unterstützung und der Verabschiedung auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um auch mehr privates Kapital für Investitionen in der Region, auch bei Infrastruktur, auch in der Entwicklungszusammenarbeit zu mobilisieren. Wir wollen auch die Rolle der Entwicklungsbanken stärken. Wir sind ja auch in der Interamerikanischen Entwicklungsbank engagiert. Es ist schon angesprochen worden, zu Wirtschaft und Handel gehört aber auch eine Stärkung des Themas Nachhaltigkeit, sowohl in den Wertschöpfungsketten in der Region, aber auch in der Frage von Klimaschutz und Umweltschutz. Auch das Gebiete, wo wir an vielen Stellen bereits engagiert sind. Der Blick auf die Situation des Regenwaldes ist eines der wichtigsten Themen, die in Deutschland Aufmerksamkeit erfährt. Und wir sind, glaube ich, gut beraten, dies in einer Weise zu diskutieren, die auf der einen Seite klar macht, dass wir hier nicht in einer postkolonialen Attitüde gegenüber Brasilien und anderen Staaten auftreten, dass wir die Souveränität dieser Staaten achten, dass wir aber bereit sind, sie in der Wahrnehmung ihrer Rolle als Treuhänder für ein Menschheitserbe, für einen globalen Schatz des Klimaschutzes zu unterstützen und zu fördern. Wir haben dann bewusst versucht, einige Themen in den Vordergrund zu rücken. Ich will nur stichwortartig nennen, Digitalisierung. Hier haben wir auch im UN-Bereich ja mit Brasilien schon vor vielen Jahren intensiver zusammengearbeitet. Die Frage von Start-ups, von Unternehmensgründungen, auch von einer Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis ist ein ganz entscheidender Punkt. Dazu gehört für uns natürlich auch die Frage von Kultur und Bildung. Das hat auch etwas mit Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich zu tun. Wir sind gerade noch im Humboldt-Jahr. Ich war im Februar mit dem Bundespräsidenten in Ecuador. Wenn man sieht, wo im Bereich von Biodiversität, von Bioökonomie, von Umweltfragen auch Basis für technologisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit ist, dort haben wir eine Reihe von hervorragenden Ansatzpunkten. Und ich will ein zweites nennen, wo gerade wir in Deutschland einen intensiven Beitrag leisten können, von
Mexiko bis Argentinien begegnet mir in der gesamten Region ein fundamentales Interesse an unserem System der dualen Berufsausbildung. Etwas, was wir mit großem Engagement dort auch verbreiten können, auch über Investoren aus Deutschland, VW in Mexiko, Mercedes in Kolumbien, andere sind ja dort auch sehr stark engagiert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für nachhaltige Wertschöpfungsketten in diesen Ländern, auch für berufliche und persönliche Entwicklungschancen für die Menschen dieser Region. Ich will aber nicht verhehlen, dass wir natürlich auch uns mit Themen auseinandersetzen müssen, die für meinen Geschmack viel zu oft medial bei uns die Wahrnehmung dieser Region bestimmen. Wenn wir in unseren Medien über Lateinamerika hören, dann viel zu oft nur im negativen Kontext von Drogen, von Gewaltkriminalität und von anderen Krisen. Wir haben uns ja in der vergangenen Periode ganz bewusst auch in dem Friedensprozess in Kolumbien mit großem Engagement eingebracht. Wir haben das Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut in Capaz auf den Weg gebracht, auch weil wir positive Nachrichten aus Lateinamerika viel stärker nach Deutschland transportieren können. Und dort können wir sicherlich an vielen Stellen auch weitere Beiträge leisten. Aber es gehört natürlich die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Drogenhandel dazu, etwa auch über UNODC und andere Institutionen. Auch die OAS ist ja im Bereich Drug Abuse Control sehr engagiert. Und das geht aber über die reine Frage von Kriminalitätsbekämpfung hinaus. Wir brauchen eben auch ganzheitliche Antworten in den Regionen, die bisher möglicherweise ökonomisch weitgehend vom Drogenanbau leben. Das Wort der Dekokaisierung in vielen Regionen Kolumbiens ist eben ein entscheidender Baustein auch für den Friedensprozess. Und nicht zuletzt gehört natürlich auch das Thema Flucht und Migration zu diesen Fragen. Wir haben aus Venezuela mit über 3 Millionen Geflüchteten eine Krise, die durchaus das Potenzial hat, auch viele Nachbarstaaten, nicht nur Kolumbien, Ecuador und Peru, sondern auch andere zu destabilisieren. Es gibt ja durchaus auch Berichte über die Rolle von venezolanischen Staatsbürgern in einigen der Unruhen in den Ländern Lateinamerikas. Und dort können wir natürlich Hilfestellung leisten. Wir können auch aus unseren Erfahrungen einiges dazu beitragen. Aber es ist auch natürlich ein Baustein, und damit will ich zum Schluss kommen, wo wir die Entstehung multilateraler Strukturen, die Fragen regionaler Zusammenarbeit auch befördern können. In der OAS, aber auch in der Lima Group haben wir entsprechende Bemühungen gesehen. Und damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu unserer Motivation. Die Staaten Lateinamerikas, das wird oft unterschätzt, Europa und Lateinamerika zusammen 40% der Vereinten Nationen. Wir sind zusammen fast die Hälfte in den G20. Die Staaten Lateinamerikas sind für uns in Europa ein unverzichtbarer Partner, wenn es darum geht, die multilaterale Ordnung zu stärken und weiterzuentwickeln. Wir haben in den vergangenen Jahren etwa bei der Übergabe der G20-Präsidentschaft mit Argentinien hervorragend zusammengearbeitet. Und wir brauchen auch diese Partner in einem weltweiten Kontext. Der Blick in dieser Region ist auch sehr stark nach Europa gerichtet. Es gibt hohe Erwartungen auch an uns. Und es gibt, glaube ich, aber auch ein massives Eigeninteresse in Deutschland und Europa, diese Region nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern für ihre Stabilität, für ihre Nachhaltigkeit, für ihre Rolle auch im internationalen Kontext einen Beitrag zu leisten. Ich freue mich, dass wir darüber gleich noch etwas intensiver gemeinsam diskutieren können. Ich danke Ihnen für Interesse an diesem Kongress, an diesem Thema und freue mich auf die weitere Diskussion. Herzlichen Dank. Hace poco más de un mes celebramos nuestros 130 años. El 2 de octubre de 1889 fue la primera conferencia interamericana que dio origen a la Unión Panamericana y que luego se transformó en la Organización de Estados Americanos en 1948. Tenemos desde entonces un compromiso ineludible con la defensa de la democracia y los derechos humanos en tratar de superar nuestros problemas estructurales
en tratar de avanzar por el camino del desarrollo. Pero ni siquiera había empezado ahí la historia. Había empezado, podemos decir, en 1826, en el Congreso de Angostura, donde Bolívar ya señala que este, el sistema democrático republicano, es nuestro sistema de gobierno y, por lo tanto, aquellos que no se adapten o aquellos que no lo puedan, que no lo estén aplicando, serán suspendidos. Esa es la lógica de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la lógica de la Resolución 1080, Defensa de la Democracia Representativa, la lógica de la Carta Democrática Interamericana. Los avances en materia de gobernabilidad democrática son siempre con muchos desafíos en las Américas, en el hemisferio. La alternancia en el poder, la renovación de la mayoría de las autoridades, en general se ha realizado sin interrupciones ni alteraciones, independientemente de los signos ideológicos de gobiernos salientes o entrantes. Los procesos electorales llevados a cabo en casi todos los países durante los últimos años lo demuestran. Sin embargo, la democracia no es solo alternancia, también demanda instituciones sólidas, un efectivo sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, condiciones plenas en el ejercicio de la ciudadanía, ciudadanos empoderados, partidos políticos capaces de fungir como conductos de representación, así como nuevas formas de participación, transparencia en el ejercicio de la gestión pública y poder local, entre otros elementos esenciales. La vigencia del sistema democrático en el ámbito interamericano no está exenta de riesgos, por cuanto persisten situaciones que tienen el potencial de erosionar el sustento mismo del sistema, como son los casos del debilitamiento del equilibrio entre los poderes del Estado, la polarización política, la conflictividad social, las asociaciones ilícitas entre el dinero y la política, tanto en el sector público como en el privado, la falta de equidad en las contiendas electorales y o una justicia ligada al poder de turno. Por otro lado, debemos precisar también que la credibilidad de los sistemas democráticos se ha visto afectada por escándalos recurrentes relacionados con el financiamiento de la política, la corrupción y el abuso de poder, amplificados por el papel que deben tener y que tienen redes sociales, la sociedad civil, una ciudadanía cada vez más activa que se planta y dice basta. También hay que rescatar que los escándalos de corrupción, por una parte, y la brecha social, económica y digital en las Américas, lo cual han motivado merecidas demandas ciudadanas y movilizaciones sociales de una magnitud y vehemencia e intensidad. Estas realidades nos están poniendo a prueba la vigencia del Estado de Derecho, la funcionalidad del derecho internacional, la capacidad de acción del sistema multilateral y muy particularmente las condiciones necesarias para la gobernabilidad. Todo lo anteriormente expuesto requiere la preservación de prácticas y valores esenciales de la democracia. Respeto, tolerancia, negociación, diálogo, búsqueda de consensos, elementos vitales para restaurar credibilidad de la sociedad política en nuestra región y concretamente a sus organizaciones y o partidos. Solo incorporando, manteniendo estos elementos permanentemente en el quehacer político, se podrán reducir los problemas de funcionamiento del sistema democrático y seguir fortaleciendo las instituciones democráticas, que es el objetivo definitivo. Es que estamos en un contexto marcado por una alta turbulencia política y social, destacando la situación de Venezuela a lo largo de estos 20 años y el impacto que ha generado en la región, como son diversas contaminaciones, contagios de malas prácticas que tienen su origen allí. Ya sea la corrupción, ya sea permear polarización política, ya sea la crisis humanitaria, ya sea la crisis migratoria que ha terminado afectando prácticamente todos los sistemas políticos de la región. Y así también tenemos y hemos vivido crisis políticas, hemos vivido también coyunturas de confrontación y violencia. Por otro lado, nuestra región
ha presentado un ciclo electoral emergente, con un papel cada vez más activo ciudadanos en la mayoría de los países, y una participación más activa a través de vías de redes sociales, acciones de calle, que han marcado una nueva agenda de trabajo en favor de la democracia, en favor de la promoción de la democracia. La promoción y consolidación de la democracia está entre los objetivos fundacionales de la OEA, como consta en la Carta Constitutiva de la organización. Por eso, a lo largo de su historia, los Estados miembros de la OEA han reafirmado su compromiso con la democracia en diversos instrumentos y declaraciones, hasta llegar a la Carta Democrática Interamericana. Llevamos 18 años con este importante instrumento que dota al sistema interamericano de un compromiso renovado, planteando mecanismos de defensa colectiva para su fortalecimiento y preservación. Los Estados miembros de la OEA han consagrado en la Carta Democrática Interamericana el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia como régimen de gobierno y obligación de sus gobiernos a respetar. Este derecho a la democracia, que en definitiva es un derecho a la mejor forma de gobierno, pero que es una manera de garantizar también todos los demás derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales. La manera explícita de los cimientos de la democracia no solamente es el origen electoral, sino también el ejercicio, sustentabilidad, gobernabilidad. La Carta Democrática Interamericana describe como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, celebración de elecciones libres y justas, el régimen plural de partidos políticos y la separación e independencia de poderes. Incluye entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia, la probidad, la subordinación constitucional de las instituciones del Estado, la autoridad civil legalmente constituida y el Estado de Derecho. Desde la Secretaría General, que hemos ido por cada una de estas definiciones, hemos explorado y hemos analizado permanentemente los mecanismos que tanto la Carta Democrática como otros instrumentos del sistema interamericano nos ofrecen para fortalecer estabilidad, paz y la democracia en las Américas. Especialmente porque algunas de las actuales coyunturas políticas de la región representan serias amenazas a la democracia. Y por eso encontramos, por ejemplo, en la Carta Democrática algunos mecanismos de acciones tales como que si está en riesgo el proceso político institucional democrático, legítimo, ejercicio del poder, el gobierno del Estado miembro afectado puede recurrir a la Secretaría General o al Consejo Permanente para solicitar su asistencia y pueden disponer visitas y gestiones para analizar la situación. Cuando se produce una ruptura del orden democrático, una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado, cualquier Estado miembro o el Secretario General pueden solicitar la convocatoria inmediata al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva. Esto ha sido una innovación de la Carta Democrática Interamericana que le da a todos los países la responsabilidad de actuar, la responsabilidad de hacer y de activar los mecanismos en casos de alteración del orden constitucional en cualquiera de los países. Y también le da esa responsabilidad política al secretario general. Es una responsabilidad política muy alta, muy fuerte, con gran compromiso que viene ya con los antecedentes de la resolución 1080 de defensa de la democracia representativa. Esto porque algunas veces, muy equivocadamente y no sin mala intención, se ha procurado decir que el secretario general es un mero administrador de la organización. No, la responsabilidad política que tiene el secretario general es muy alta y tiene definitivamente que tomar acción en los casos en los que puede producirse esa alteración del orden constitucional o ruptura democrática en un país. Esto es una responsabilidad que hemos asumido, es un compromiso que hemos asumido. La Carta Democrática Interamericana es una verdadera constitución de las Américas y más o menos sigue el camino de la evolución constitucional en el continente, pero también tiene hoja de ruta y tiene un camino de acción efectiva para trabajar y restablecer la democracia en los países.
Hemos buscado innovar, hemos llevado instrumentos fundamentales de defensa del Estado de Derecho, de fortalecimiento de la democracia, a través de los principios enumerados prácticamente en cada una de nuestras convenciones y nuestras cartas constitutivas. Hago énfasis en que la OEA es un instrumento fundamental de la democracia y por eso no puede ser una organización de uso neutral. La OEA tiene que ser la expresión del compromiso con el más pleno respeto de cada una de estas fundamentales herramientas e instrumentos que tiene la organización. No se le da al secretario general la posibilidad de mirar para otro lado. No se le da al secretario general la posibilidad de ignorar los problemas. No se le da al secretario general la posibilidad de esconderse de las dificultades. Lo obligan a dar el paso adelante, lo obligan a asumir la responsabilidad política, lo obligan a asumir los compromisos que surgen del sistema interamericano. Soy un convencido de que la OEA no puede ni debe permanecer indiferente ante hechos que ponen en duda elementos y componentes esenciales del sistema democrático, como la ausencia de condiciones para una elección, la violación del sistema de pesos y contrapesos diseñado para asegurar la separación y la independencia de poderes, la existencia de presos políticos, la cooptación del Poder Judicial por el Ejecutivo, o la corrupción y la impunidad que alimentan la desconfianza de los ciudadanos en el sistema y la percepción de injusticia en la sociedad, entre otros. Por todo lo anterior, les puedo afirmar que conforme a las prerrogativas establecidas en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, hemos impulsado desde la organización pronunciamientos cuando se han presentado situaciones que contravienen esos principios establecidos en los instrumentos. Pero haciendo propicia mi presencia en este Parlamento, también quiero enfatizar que las principales labores de democracia y paz se deben emprender también desde nuestros parlamentos, desde nuestros poderes legislativos. Ahora más que nunca es imposible concebir la conducción de un Estado sin la esencia del funcionamiento del Congreso, que dé justo equilibrio a la división de poderes y con el libre debate, negociación y consenso le dé sustancia al espíritu democrático. Son muy claros los retos que enfrenta la democracia representativa, entre ellos que toda la iniciativa legislativa y de representación política debe procurar con rigurosidad asegurar oportunidades de progreso para todos, logrando que el ciudadano perciba que vive en una sociedad pacífica y estable, igualitaria. Ya no basta en analizar las imperfecciones de la democracia, reconociendo al mismo tiempo que es el mejor sistema probado, por cuanto mientras persisten penurias en nuestros países, se fortalecerá la percepción de que la democracia es un sistema en el cual algunos ganan y otros pierden. Los poderes legislativos, si bien representan el eje más puro de la expresión popular, de ser producto del ejercicio del sufragio, hay que reconocer que son instituciones democráticas en las cuales se les debe asegurar su operatividad y deben tener cada vez más fuerza en la solución de los problemas de la gente. Reconociendo que su labor debe ser muy dinámica y que debemos ser claros en los planteos que se formulan, cada poder legislativo debe fiscalizar, debe construir, debe conducir acciones concretas del Estado en lo social y en la política interna y externa. Es un elemento esencial de la estabilidad democrática. Por todo lo expuesto, les quiero compartir que desde la Secretaría de la OEA seguimos trazando el camino para la revitalización de la Organización de Estados Americanos. Vi dos preguntas recurrentes que me hacían cuando estaba en mi campaña para ser secretario general. La primera era cómo iba a hacer para rescatar a la OEA de la irrelevancia en la que había caído. Dos, cómo yo me atrevía a pensar que con la OEA podía competir en la agenda política del continente, que en esos momentos estaba en manos de organizaciones regionales mucho más eficientes en ese sentido, como UNASUR y CELAC. Hace ya mucho tiempo que nadie me hace esas preguntas. Hemos resuelto eso de la mejor manera, parado en los principios y los valores, defendiendo la justicia y defendiendo el Estado de Derecho democrático.
dando la medida más alta respecto a esos principios y valores. Recordemos que la organización es el foro político hemisférico por excelencia, siendo el único espacio donde concurren Canadá, los Estados Unidos de América, a todos los países del Caribe y de América Latina, en igualdad de condiciones, sin sistema de vetos, cada país un voto. La democracia es una obra diaria, también tiene que ser nuestro objetivo y nuestro propósito. Es una tarea sin fin. En nuestro hemisferio avanzamos y retrocedemos permanentemente. Durante décadas hemos tenido altos y hemos tenido bajos. Tenemos hoy, al mismo tiempo, altos y bajos. La democracia implica participación, implica empoderamiento a la ciudadanía, implica el ensanchamiento progresivo de las libertades del individuo, tanto en el terreno político como en el económico, social y cultural. Ese es el norte hacia donde tenemos que guiar nuestras energías. Por estos días acá, el muro de Berlín es motivo de recordación y reflexión. Hacemos bien los que detenemos nuestro presente para comprender la oscuridad del pasado, porque esto es lo que representó el muro en su dimensión filosófica. Un mundo lúgubre para millones, vejatorio para los derechos humanos de millones y dramático para los millones que lo padecieron. No repito la palabra millones de manera metafórica, la afirmo desde la realidad, pues al fin, al cabo, es lo que importa siempre, la gente. La realidad, la verdad histórica, la verdad del presente. No lo que interpretamos del presente o del pasado, sino lo que el presente es y lo que el pasado nos enseñó. El pasado no es siempre como lo hubiéramos querido, pero seríamos necios si no aprendemos de él. En la historia de la humanidad, cada vez que hablamos de oscuridad, lo que estamos afirmando es que la verdad aparece siempre de alguna forma. Es el universo el que nos enseña semejante asunto. No hay manera de que la luz de la libertad no se termine filtrando por alguna grieta, por algún hueco que le permita anidar la democracia como instrumento necesario donde las personas aprendemos a vivir y convivir con base del respeto hacia el otro. Suena fácil de declamar y es muy complejo de construir. Lo saben bien quienes hoy están acá. No se trata entonces de ingresar en el territorio argumentativo. Ya nos cansaron con esa tenida. Se trata de entender la evidencia empírica de lo que es verdadero con los millones de venezolanos que, por ejemplo, viven erráticos en el mundo. El muro de los venezolanos hoy es su propio país que se ha transformado en la oscuridad, en el territorio donde la mayor migración se produce en el planeta y donde hay más crueldad viva ante los ojos de todos, que se nos presenta con una violencia inimaginable. No es necesario acudir a las pruebas documentales, testimoniales, de carácter irreprochable en base a entidades que todos sabemos actúan con seriedad. Las ejecuciones extrajudiciales, las muertes violentas, los presos políticos, los torturados, los crímenes de lesa humanidad, el hambre como instrumento de tortura y de represión política. No existe nada comparable a esa tragedia que padecen de persecución, sin un conflicto abierto, pero con el grado de maldad que una ciudadanía civil como pocas veces habíamos visto. Es cierto que no se puede medir la maldad, lo sabemos desde el siglo pasado, pero nunca nos deja de asombrar tanta crueldad que se asocia al poder de hecho y cuando una usurpación se transforma en criminal. Todo lo político queda de lado para volver hacia la vida de los seres humanos, hacia sus derechos, hacia el derecho de todos. Mantener pasividad o diplomacia furtiva o diplomacia de apaciguamiento o las diplomacias blandas con las dictaduras nunca ha puesto ninguna dictadura de rodillas, nunca ha obligado a ninguna dictadura a salir. Sería poco responsable de una organización que debe velar por los derechos de la verdad de los miembros de los países que la integra. Sería por lo menos irresponsable si no denunciáramos, si no actuáramos, si no hubiéramos condenado, si no pidiéramos la máxima presión política y diplomática sobre el régimen venezolano.
El muro de Berlín dividió un pueblo que era uno solo. Y el día que existió la posibilidad de reunificación, todas esas mujeres y hombres fueron a buscarse en un abrazo para confundirse en lo que la violencia no logró eliminar. En definitiva, el bien siempre vence al mal, si los humanos estamos a la altura de la historia. Claro, esos procesos pueden llevar periodos de tiempo que son duros, siniestros, tenebrosos para los que lo padecen. Pero esa es nuestra única y real lucha. Acotar esos periodos de tiempo, vencer en derechos y ganar con la democracia el presente y lo que viene del futuro. Los venezolanos del mundo, los cubanos del mundo, saben que no hay otra opción. Por eso nuestra palabra no dejará de oírse. Duela a quien le duela, porque la causa es superior, completamente superior. Dankeschön, Herr Generalsekretär, für dieses völlig unmissverständliche Bekenntnis zu einer pluralistisch-demokratischen Zukunft Gesamt-Lateinamerikas, ja, Gesamtamerikas, denn er repräsentiert eine Organisation von Alaska bis Feuerland. Das ist schon beeindruckend. Ich möchte, bevor wir anschließend noch die Gelegenheit haben, auch dem Generalsekretär und den übrigen Podiumsteilnehmern Fragen zu stellen, mit ihnen zu diskutieren, dem parlamentarischen Staatssekretär. Ich begrüße auch Peter Weiß, der zu uns gekommen ist, von einer wichtigen Anhörung sich jetzt hier freigemacht hat, um zu uns zu kommen, gleich am Podium teilnehmen wird. Ich möchte Thomas Bareisser, dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, um eine kurze Keynote bitten, indem er uns darlegt, wie die Zusammenarbeit mit Lateinamerika aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht des Wirtschaftsministeriums zu sehen ist. Thomas, bitteschön. Ja, lieber Jürgen Hart, lieber Andreas Nick, werter Kollege Staatssekretär Peter Tauber, meine lieben Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, verehrter Generalsekretär, vielen Dank auch von meiner Seite aus für dieses Plädoyer für unsere gemeinsamen Werte. Ich glaube, das hat nochmals klar zum Ausdruck gebracht, dass wir gemeinsame Werte teilen. Das ist etwas, was uns auch gemeinsam trägt. Und auch wenn, sag ich mal, viel, sag ich mal, zwischen uns steht, nämlich der Transatlantik, steht, glaube ich, dass diese Werte uns gemeinsam tragen und auch eine Richtschnur sein sollten für die nächsten Jahre der Zusammenarbeit. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe noch Wertegeistlichkeit gesehen hier. Auch das ist, glaube ich, etwas, was uns gemeinsam trägt und dass wir auch hier verschiedene historische, aber auch kulturelle Gemeinsamkeiten haben, die, glaube ich, immer wieder herauszuheben sind. Deshalb ist es gut, dass Sie hier sind. Vielen Dank auch nochmal dafür. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne heute hier aus verschiedenen Gründen heraus. Ich glaube, dass das Thema unglaublich wichtig ist. Ich war erst auch wenigen Wochen bei den deutsch-brasilianischen Wirtschaftsgesprächen, bin dort Leiter der deutsch-brasilianischen Wirtschaftskommission gewesen, habe dann nochmal auch ganz konkret vor Ort erfahren, wie intensiv unsere Zusammenarbeit ist. Der Botschafter ist hier auch von Brasilien und wir haben da gemeinsam einige Themen vorangebracht und ich will einfach noch ein paar wenige Zahlen Ihnen nochmal vor Augen halten, wie stark unsere Beziehungen wirklich sind. 1600 Firmen, deutsche Firmen sind in Brasilien tätig. Diese Firmen stehen für 52.000 Arbeitsplätze und für sage und schreibe 15% des Bruttoinlandsprodukts von Brasilien. Das zeigt, dass deutsche Firmen, deutsche Wirtschaftskraft hier eine enorme Bedeutung hat für das Land und dass hier enorm viele Beziehungen sind, wirtschaftliche Natur, aber auch viele persönliche Beziehungen. Und diese Beziehungen tragen vieles und deshalb glaube ich, dass wir auch da eine Verpflichtung haben, diese Beziehungen auch stetig auszubauen. Zweitens glaube ich, dass wir auch gerade als Fraktion, als CDU-CSU-Fraktion, deren Mitglied ich ja auch sein darf seit über 15 Jahren, dass wir, glaube ich, das Thema Handelspolitik und auch Außenwirtschaftsbeziehungen viel zu wenig eigentlich diskutieren. Und ich glaube, dass immer auch stärker nochmal ins Bewusstsein bringen muss, dass es eigentlich die Grundlage ist unseres Wohlstands, unseres Wachstums. Wir diskutieren viele Themen im Bundestag, auch hier in der Runde hier, die natürlich immer sehr emotional geführt werden, aber die wirklich wichtigen Themen oftmals viel zu wenig. Und die Außenwirtschaft ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass Handel unser Wohlstand trägt. Wir produzieren Waren und Dienstleistungen im Wert von 2.007 Milliarden Euro in Deutschland. Und davon gehen 1.449 Milliarden Euro Waren ins Ausland, exportieren wir. Und wir importieren wiederum 1.167 Milliarden
Waren und Dienstleistungen. Das heißt, dass wir auch da enormen Handel haben, sowohl Export als auch Import. Das heißt, auch da gibt es einen enormen Austausch, der für uns wichtig ist. Und dieser Handel trägt zu einer Arbeitsteilung bei, zu effizienten Produkten und auch zu Effizienzgewinnung. Die besten, sage ich mal, Standardfaktoren werden ausgenutzt und das sorgt auch für eine Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie und Wirtschaft, auch das, was uns trägt. Und auch die Wirtschaft bleibt und die Gesellschaft bleibt ein Stück weit flexibel, offen, auch das ist etwas, was für uns, glaube ich, generell, nicht nur für die Wirtschaft, sondern generell für die Gesellschaft wichtig ist. Und ich glaube, dass wir auch gerade als CDU-CSU und als Bundesregierung für offene Märkte in jeder Hinsicht kämpfen müssen, auch für offene Investitionsbedingungen kämpfen müssen, nicht nur, sage ich mal, im lateinamerikanischen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, die ich jetzt hier nicht ansprechen will, die gerade etwas noch impulsiver diskutiert werden. Aber auch da sollten wir keine Angst haben, sondern offen sein, auch für andere Player. Und ich glaube, auch da können wir durchaus mit unseren Produkten, mit unseren Standards durchaus mithalten. Ich freue mich auch, dass wir heute hier sind und ich möchte auch Glückwunsch sagen zu eurem Papier, dem Strategiepapier. Es ist wirklich umfangreich. 26 Seiten, sehr klein gedruckt, sodass ich es mit meiner ohne Brille gar nicht mehr lesen kann fast. Es ist wirklich ein sehr, sehr tiefgehend, auch umfassendes Werk meines Erachtens, das ich so in der, sage ich mal, Bandbreite bisher nicht wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass das auch nochmal Ausdruck bringt, wie tief man sich hier in der Fraktion mit dem Thema Lateinamerika und unsere gemeinsamen Beziehungen auch beschäftigt. Auch das ist etwas, was, glaube ich, denke ich mal, uns trägt und auch gerade für uns als CDU-CSU und für die Bundesregierung nochmal wichtig ist. Und es ist auch, glaube ich, mehr denn je wichtig in der heutigen Zeit, dass wir uns auch mit anderen Ländern beschäftigen. Ich habe heute Morgen schon eine Keynote gehalten beim Deutschen Tourismusgipfel und da hat der Präsident gesagt und zitiert den Herrn Humboldt und hat gemeint, das Gefährlichste ist die Weltanschauung derjenigen, die die Welt nicht kennen. Und ich fand dieses Zitat ganz, ganz passend, auch für die heutige Nachmittagsveranstaltung, weil ich glaube, dass wir die Welt kennen müssen. Wir müssen die Welt verstehen. Nur so können wir auch auf die Welt und auf die anderen Länder richtig reagieren und daraus auch die richtigen Schlüsse ziehen. Wir alle wissen, Lateinamerika steht vor einem großen Umbruch. Viele turbulente Zeiten in auch den Ländern. Ich selber, wie gesagt, habe Brasilien besucht. Auch da steht einiges im Umbruch. Ich hatte spannende Gespräche geführt. Ich hatte beispielsweise mit dem Vizepräsidenten Moreau gesprochen und auch ein sehr, sehr langes Gespräch geführt, auch sehr, sehr auch umfassend. Und auch mit dem Sohn des Präsidenten Bolsonaro habe ich sehr intensiv gesprochen. Ich habe bei beiden eigentlich festgestellt, dass da durchaus natürlich Themen sind, die sehr, sehr kritisch diskutiert werden, oftmals unterschiedliche Auffassungen sind, aber dass auch viele Gemeinsamkeiten da sind. Ich glaube, auch das sollte für uns auch nochmal ein Ansporn sein, dass wir immer auch offen sein sollten, durchaus auch die Partner verstehen müssen. Und auch gerade beim Thema Regenwald, Amazonas, durchaus auch die Bedenken, die wir haben, auch da geteilt werden. Und wir auch da, glaube ich, gemeinsame Lösungen finden und nicht, glaube ich, auch auf, sagen wir, etwas ja, besserwisserische Art und Weise andere Länder belehren sollten. Auch da glaube ich, dass wir da wirklich auch mehr erreichen können, wenn wir Partnerschaften suchen und auch gemeinsame Linien da auch verfolgen. Argentinien, Bolivien, Chile, wie gesagt, alle Länder haben ihre eigenen Herausforderungen. Umso mehr glaube ich dennoch, dass die gemeinsame Basis trägt und dass die Partnerschaft, die wir beispielsweise seit über 20 Jahren haben, in der biregionalen strategischen Partnerschaft beispielsweise, die ja vorhin auch angesprochen worden ist, haben wir auch da die Grundlagen für auch eine Zukunft, die, denke ich mal, nochmal mehr Potenzial und Möglichkeiten auch gibt. Ich glaube, dass das, was der Generalsekretär gesprochen hat, auch nochmal hier wichtig ist. Es trägt uns gemeinsame Werte, der Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte und eine gemeinsame Weltordnung, und, sage ich mal, auch der Glaube, dass Multilateralismus auch etwas ist, was uns tragen sollte. Gerade in der Wirtschaftspolitik ist es mehr denn je wichtig. Und ich glaube, das habe ich vorher kurz angedeutet, dass auch allein die Tatsache, dass wir am Sonntagmorgen in die gleiche Kirche gehen oder ein Großteil in die gleiche Kirche geht, ist schon ein Ausdruck dafür, dass wir da eine kulturelle Basis haben und Werte und teilen und deshalb auch da auch in vielerlei Hinsicht unsere, sage ich mal, Partnerschaften ausbauen können. Und damit auch eine Antwort liefern auf die Herausforderung dieser Welt. Wir alle wissen, dass die Welt vor großen Veränderungen steht. Wir wissen, dass andere Länder stärker werden und dass beispielsweise gerade ein Land wie jetzt China immer mehr Stärke und Macht bekommt. Das ist etwas, was wir, sage ich mal, nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern als Herausforderung. China ist für uns ein wichtiger Handelspartner, aber ich glaube, dass wir auch schon die Frage stellen müssen, wie reagieren wir auf solche stärkeren Mächte, auch stärkeren auch Spieler am Weltmarkt. Und ich glaube, dass gerade auch eine Partnerschaft mit Lateinamerika für uns eine solche Antwort sein können. Ich glaube, dass wir auch da aus den Erfahrungen der letzten Jahre nochmal lernen sollten, uns auch nochmal bewusst werden sollten, was wir vielleicht auch im letzten Jahr vielleicht nicht an Chancen ergriffen haben. Ich will das Thema
USA und TTIP einmal hier mal erwähnen an dieser Stelle. Eine meiner ersten Veranstaltungen, die ich organisieren durfte hier in der Fraktion, war eine große Veranstaltung zum Thema Tech, zum Thema Transatlantic Economic Council. Das war damals 2007, 2008 eine große Idee, wie wir gemeinsam mit den USA eine Partnerschaft bilden, um gemeinsam Standards für Produkte, für Dienstleistungen zu generieren und damit auch Standards schaffen, um wiederum die Stärke, die gemeinsame Stärke zu bekommen, um auf andere Länder dann auch entsprechend dann auch zu reagieren und Standards vorgeben, nicht nur in Waren, Produkten, sondern auch letztendlich auch in Werten und in, auch entsprechend in unseren Grundlagen. Und damals haben wir dann dieses Text vorangetrieben. Wir haben hier die Fraktion zu einem Nukleus gemacht zu diesem Thema, haben dann das Thema TTIP sogar, es ging sogar noch weiter zu einer Freihandelszone, es war sogar noch eine verstärkte Ausdehnung dieser Idee und wie gesagt, immer auch als Antwort auf die Frage, wie die Kräfteverschiebungen der Welt sind und auf die Tatsache und auf das Bewusstsein, dass Europa, Deutschland viel zu klein ist, um auf diese Herausforderung zu reagieren. Wir haben damals gesagt, wir wollen gemeinsam mit den USA einen Wirtschaftsraum bilden, der Standards setzt, der Werte setzt, aber auch offen ist für andere Länder, also nicht verschlossen ist, sondern offen ist für andere Länder und gemeinsam damit auch etwas, schon mal auch etwas Neues geschafft und etwas positiv und herausfordernd auch entsprechend angehen. Leider ist es damals gescheitert. Damals gab es viele Bedenkenträger. Die Europäer waren etwas in Sorge wegen den Glohühnchen aus den USA. Die Amerikaner waren etwas in Sorge wegen dem Schimmelkäse aus Frankreich. Letztendlich haben wir die große Chance, das Momentum verpasst. Die beiden, sag ich mal, Ideen, Tech und TTIP, TTIP war damals dann ad acta gelegt. Und heute stellen wir fest, dass China immer stärker, immer größer wird und allein auf ihrer Machtstärke und ihrer absoluten Zahlen hier auch an Europa und USA vorbeizieht. Ich will es mal ganz konkret machen, wie sich das auswirkt. Es wirkt sich darin aus, dass beispielsweise auch da deutsche Technologie abgesogen wird. Ich war vor kurzem erst in Peking und Shanghai und habe eine schwäbische Firma aus Sindelfingen besucht, die Firma Bitzer, die im Bereich der Klimatisierung von Bussen sehr, sehr stark tätig ist. Und diese schwäbische Familienunternehmung hat bisher immer ihre Produkte, ihre Anlagen in Sindelfingen gebaut, auch die Entwicklung und die Forschung in Sindelfingen gemacht. Aber der Unternehmer, die Familie hat mir dann erzählt vor einigen Wochen, dass jetzt die komplette Forschungsentwicklung nach Peking gebracht hat, weil in Deutschland und Europa bisher immer mit MAN und mit Daimler zusammengearbeitet wurde. Aber jetzt sind die Firmen so klein geworden sind, dass man eigentlich nur noch mit den großen Chinesen zusammenarbeitet. Das heißt, auch da wird die Forschungsentwicklung in China, in Peking stattfinden. Das heißt, dort wird die Technologie entwickelt für die nächsten Jahrzehnte, für die Busgeneration der nächsten Jahrzehnte. Und es zeigt mal ganz konkret wiederum, dass wir einfach auch zu klein sind für die heutige Zeit, zu klein sind für die zukünftigen Herausforderungen und hier auch wirklich Technologien, Ideen und auch zukünftige Potenziale abgesogen wird. Und da habe ich mir ganz konkret gedacht, wenn wir jetzt das TTIP, Tech, hätten und gemeinsam mit den USA diesen Wirtschaftsraum gebildet hätten und da vielleicht auch von der absoluten Größe her etwas entgegenhalten hätten können und dann Standards setzen können hätten für die Welt, wären wir vielleicht ein Stück weit weiter gewesen, hätten auch da noch eine Antwort gefunden, eine positive Antwort gefunden, offen, entsprechend auch für andere Märkte, aber auch Standards setzend mit unseren Ideen, Werten. Und das ist etwas, was ganz konkret für mich etwas ist, was mich umtreibt. Und ich glaube, dass wir als Deutschland, wo wir immer kleiner werden, auch oftmals Sonderwege gehen in vielerlei Hinsicht, wo wir auch hohe Erwartungen und auch hohe Standards von selber auch definieren. Ich sage jetzt mal das Thema Außenwirtschaft, das Thema auch Exportkontrolle und auch die Frage von Rüstungskontrolle beispielsweise Dual-Use-Produkte. Auch hier müssen wir schauen, dass wir trotz dieser Kleinigkeit und dass wir immer kleiner werden, dass wir auch da Sonderwege gehen, dass wir nicht in der Welt verloren gehen. Ob wir im Spielfeld dran stehen oder mitspielen, wird sich die nächsten Jahre entscheiden. Und deshalb brauchen wir strategische Partner in der Welt. Deshalb brauchen wir auch Leute, die gemeinsam mit uns kämpfen für unsere Werte, für unsere Produkte, für die Wirtschaft. Und da spielt das Thema Mercosur eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Hier ist nochmal ein Momentum, ob wir in der Lage sind, nach vorne zu gehen, eine Herausforderung auch positiv angehen können. Und deshalb wird das Thema Mercosur für die nächsten zwei Jahre für uns nochmal ganz entscheidend sein, dass wir hier für Mercosur kämpfen, für die gemeinsame Freihandelszone kämpfen, gemeinsam mit Lateinamerika die größte Freihandelszone bilden können mit 77 Millionen Menschen. Und ein Potenzial von 4 Milliarden Euro jährliches Einsparung an Zöllen für die Verbraucher, für die Wirtschaft, für Mittelstand beispielsweise. Und damit, wie gesagt, auch etwas tun können, was beiden Regionen, beiden Ländern oder beiden Wirtschaftsräumen auch wirklich hilft. Und etwas ist, was, wie gesagt, positiv gestalten wird und auch eine Antwort liefert gegen Protektionismus, gegen Nationalismus. Auch das ist etwas, was wir, glaube ich, auch gerade in der CDU-CSU-Fraktion in Deutschland in besonderer Weise unterstützen müssen und wollen. Und für Deutschland kommt hier eine besondere Verantwortung auf uns zu, weil wir im nächsten Jahr hier die Hauptarbeit leisten müssen.
Die Europäische Union muss zustimmen, das Parlament muss zustimmen, aber auch die nationalen Parlamente müssen zustimmen. Und ein Großteil dieser Arbeit wird in der deutschen Ratspräsidentschaft nächstes Jahr erfolgen. Und deshalb glaube ich, auch da müssen wir auch gerade nochmal besonders kämpfen, dass wir hier auch unsere Partner in Europa mitnehmen, in Deutschland mitnehmen und hier Ängste und Sorgen auch entsprechend dann auch entgegnen. Und das wird eine ganz, sagen wir, eine schwierige Herausforderung sein. Manche haben da auch schon ein bisschen da mal auch die große Sorge, dass wir den Kampf verloren haben. Aber ich bin hier sehr, sehr zuversichtlich. Ich bin hier auch sehr, sehr auch offen und auch kämpferisch veranlagt, weil ich glaube und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Abkommen Mercosur in allen Bereichen uns weiterbringt und besser ist als all das, was wir derzeit haben. Ob in Landwirtschaft, wo ja viele Sorgen, Ängste immer da sind, glaube ich, dass wir auch hier den Argumenten standhalten können. Beispielsweise im Bereich Rindfleisch, was immer so als Großthema genannt wird, haben wir heute ja schon allein 200.000 Tonnen Einfuhr von den lateinamerikanischen Staaten und nur 99.000 Tonnen sollen Zoll vergünstigt angeboten werden. Das sind 1,2% der EU-Produktion und Deutschland ist weiterhin bisher Exporteur von Rindfleisch. Allein diese wenigen Zahlen sollen Ihnen mal zeigen, dass wir hier wirklich, glaube ich, wenn man die Zahlen mal bringt, wenn man auch heute die Fakten liefert, auch wirklich eine gute Argumentationsgrundlage haben. Darüber hinaus gibt es auch hier in Mercosur beispielhaft Herkunftsbezeichnungen über 357 Stück. Das heißt, das bayerische Bier ist geschützt, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Aber auch der Schwarzwälder Schinken ist geschützt. Auch die beiden Dinge zeigen Ihnen allein schon, dass das Mercosur-Abkommen wirklich ein herausragendes, wichtiges und gutes Abkommen ist. Und auch die Standards für uns, die Standards, die immer wichtig sind, auch für unsere Verbraucher, werden alle eingehalten, sind auf unserer Seite immer auch, sagen wir, gesichert. Und auch wenn Standardsanhebungen kommen, werden die auch entsprechend auch weiterhin dann im Mercosur dann nachhaltig auch weiterhin vorangetrieben. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Themen, die uns umtreiben. In den letzten Wochen das Thema natürlich Regenwald, Amazonas, auch da glaube ich auch, dass man wirklich mit jedem Gesprächspartner durchaus in Diskussion gehen kann, weil ich glaube, dass wir auch da es endlich mal erreicht haben im Mercosur-Abkommen, dass auch die Länder in Lateinamerika sich dem Pariser Abkommen noch einmal ganz und klar und deutlich noch einmal auch stellen und auch sagen, dass sie dabei sind. Sie gehen auch dann entsprechende auch Mechanismen ein, wo man in Gesprächskreisen auch jedes Jahr diese Einkommen auch dann abprüft und auch entsprechend auch die Stakeholders und auch die Öffentlichkeit auch mit einbindet, an den Tisch bringt und dann auch dort wirklich auch offen diskutieren kann, ob man hier auch wirklich vorankommt und da auch in einem offenen Prozess auch entsprechend dieses Abkommen dann auch prüft. Ich hatte auch vor Ort mit einer Aktivistin von Greenpeace gesprochen, die sehr, sehr vehement auch für dieses Abkommen gekämpft hat und auch ganz, ganz konkret gesagt hat, es ist für sie und die Menschen vor Ort auch wirklich eine Hilfe, wenn entsprechend auch hier auch wirklich ein Mercosur-Abkommen kommen sollte. Ich glaube, wir müssen immer erkennen, dass auf beiden Seiten sicherlich Bedenken sind. Nicht nur in Deutschland, Europa gibt es Bedenken, auch in Lateinamerika gibt es Bedenken. Auch, dass wir jetzt den lateinamerikanischen Markt mit Maschinenanlagen oder mit Autos sagen wir, überschwemmen und hier auch unsere Produkte nur zum Einsatz bringen. Ich glaube, auch da sollten wir die Ängste ernst nehmen, sollten wir auch die Partner zugehen und gemeinsam unsere Verbraucher, unsere Bürger von diesem Abkommen überzeugen. Ich glaube, dass es eine Chance ist, Werte, eine gemeinsame Haltung zu vertreten, Weltoffenheit darzustellen und auch zu zeigen, dass wir wirklich auch die Globalisierung gestalten wollen, ernsthaft gestalten wollen. Insofern glaube ich auch, dass wir eine spannende und tolle Herausforderung vor uns haben. Insofern dankbar für die Strategie, dankbar für eure Vorschläge und ich sehe es mal als Ermunterung und als Aufgabe für uns an, dass wir gemeinsam die Fraktion, Parlament, aber auch Regierung hier an diesem Abkommen arbeiten und auch da mal wirklich gesagt einen weiteren großen Schritt für unsere beiden Regionen dann auch vorangehen. Vielen Dank. Ja, Staatssekretär lieber Thomas, herzlichen Dank für diesen Einblick aus der Perspektive der Bundesregierung, natürlich ein bisschen mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und internationaler Handel. Ich darf dann zum nächsten Punkt überleiten und das Podium etwas erweitern. Er darf Ihnen die Gesprächsteilnehmer noch einmal kurz vorstellen. Der Generalsekretär braucht keine Vorstellung. Ich darf nur noch mal darauf hinweisen, dass er vor seiner heutigen Funktion nicht nur Außenminister der Republik Uruguay war, sondern auch 5 Jahre Botschafter in China und in seiner früheren Karriere auch schon mal einige Jahre, glaube ich, in Bonn und in Berlin verbracht hat und insofern auch ein langjähriger und bewährter Freund Deutschlands ist. Und deshalb freuen wir ganz besonders, dass er heute hier ist. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen Frau Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie wurde
in Argentinien geboren, hat in Deutschland Politik, Soziologie und Psychologie in Heidelberg studiert und dort promoviert. Ist seit 2005 mit dem Schwerpunkt Lateinamerika für die Stiftung Wissenschaft und Politik tätig und seit 2012 Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der SWP. Bis Ende Oktober, ja, da gibt es was Neues, sind wir mal gespannt. Und rechts von ihr darf ich den ganz herzlich den Kollegen Peter Weiß begrüßen. Peter Weiß ist der langjährige Vorsitzende unseres Arbeitskreises Lateinamerika in der CDU-CSU-Fraktion. Er ist mit Herzblut Sozialpolitiker und nicht nur insofern in der Volkspartei die gute Ergänzung zum Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, sondern er sorgt natürlich auch für die regionale Balance. Neben dem Schwaben Thomas Barreis auch den Badener Peter Weiß auf unserem Podium begrüßen zu können. Und er ist seit vielen Jahren sehr engagiert, nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern dort auch insbesondere im Bereich der Entwicklungshilfe. Und nicht zuletzt ist die kirchliche Verbundenheit zwischen Deutschland und Lateinamerika auch ein ganz wichtiger Baustein unserer engen Beziehung. Ich will mal mit Frau Ziller beginnen. Wenn wir auf die aktuelle Nachrichtenlage schauen, wir haben vom Generalsekretär ein Bekenntnis zur Demokratie, zur multilateralen Zusammenarbeit gehört, wir haben von Thomas Barreis zu Wirtschaft und Handel einiges gehört, aber wenn wir jetzt auf die aktuelle Nachrichtenlage schauen, dann hören wir etwas über soziale Unruhen in Chile, in Ecuador, möglichen Wahlbetrug in Bolivien. In Peru sitzt, wie wir vorhin festgestellt haben, jeder noch lebende ehemalige Präsident im Gefängnis. Wir haben in den beiden großen Staaten, Argentinien und Brasilien, politische Pendelausschläge bei den Wahlen gehabt. In Brasilien zu Herrn Bolsonaro, in Argentinien in den letzten Tagen wieder die Rückkehr der Peronisten an die Macht. Können Sie mal versuchen, uns dieses Puzzle an vielfältigen Unruhen und Ereignissen etwas zusammenzusetzen? Ich habe ja vorhin schon mal die These in den Raum gestellt, dass es bei allen Unterschiedlichkeiten einige Strukturfaktoren gibt, die durchaus gemeinsam sind. Aber die Sorge, die uns natürlich mit Blick auf diese Nachrichtenlage auch beschäftigt, droht hier etwas ein Rückfall in die Negativspirale der 70er, 80er Jahre mit Pendelausschlägen, mit politischem Extremismus nach beiden Seiten. Und was müssen wir darüber verstehen, damit wir auch unsere Strategie für diese Region richtig ausrichten? Ja, vielen Dank für die Frage. Einen schönen guten Tag und danke für die Einladung, dieses Panel zu ergänzen. Ich würde damit beginnen, dass in meinen Augen nicht unbedingt alles, was Sie aufgezählt haben, Probleme sind. Machtwechsel ist ein Bestandteil von Demokratie. Unabhängig davon, ob wir sozusagen die Pendelbewegung begrüßen oder nicht. Und nicht in allen Ländern zum Glück haben extremistische Positionen von rechts oder links Chancen. Und das ist, was ich auf jeden Fall zunächst mal begrüßen würde. Tatsächlich teile aber ich Ihre Sorge hinsichtlich einiger Situationen, die ich für problematisch halte. Wir haben eine Reihe von Mobilisierungen gesehen, die ein Hinweis auf eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung sind und auch auf Frustrationen, und zum Teil sind sie eskaliert auf beiden Seiten und haben Opfer nach sich gezogen. Das ist besorgniserregend. Dennoch würde ich sagen, bei der Ähnlichkeit der Erscheinungsformen und bei dieser Gleichzeitigkeit, die wir beobachten, gibt es zwar strukturelle Faktoren, die diesen Krisen gemeinsam sind, aber wiederum gibt es in jedem Land eine nationale Spezifika. Und ich würde ganz kurz nur auf die Gemeinsamkeiten und auf die Differenzen eingehen. Also als Gemeinsamkeit, die diesen Krisen zugrunde liegt, sehe ich natürlich die Tatsache, dass wir jetzt auf internationaler Ebene eine Konjunktur haben, die nicht gerade den Handlungsspielraum von Regierungen in Lateinamerika erweitert. Also wir haben diese Zeit des Rohstoffbooms und der hohen Einnahmen der Regierungen hinter uns. Die internationale Konjunktur
bildet eine Einschränkung für diese Regierungen. Dazu kommen Verschuldungen, die einige Regierungen zu tragen haben, Inflation in einigen Fällen. Auf jeden Fall, das Wirtschaftswachstum ist in dieser Zeit nicht so stark oder gar nicht stark oder stagniert, sodass die Hoffnung auf sozialen Aufstieg zunächst mal frustriert werden. Auf der regionalen Ebene gibt es viele Länder mit Staatsdefizit, die sich in der Situation sehen, Staatsausgaben zu verkürzen. Und das bekommen die Leute zu spüren, zum Teil dadurch, dass Subventionen, wie wir gesehen haben, gestrichen werden. Ein weiterer struktureller Faktor, den wir mehr oder weniger überall finden, ist die große Armut und die große soziale Ungleichheit. Wir müssen bedenken, dass diese soziale Ungleichheit bedeutet nicht nur, dass wenige sehr reich sind und viele sehr arm, sondern diese soziale Ungleichheit führt zu Exklusion, zu Marginalisierung, zu ungleichem Zugang zu Justiz, also zu einer auch Schwächung des Rechtsstaats, zu segmentierten Gesellschaften, zu sinkender sozialer Kohäsion. Es gibt auch, hinzu kommt Korruption. Nicht zuletzt aufgrund von höherer Transparenz in vielen Fällen haben jetzt Bürgerinnen und Bürger mehr zu erfahren über Korruptionsskandale, zum Teil auch, weil in einigen Fällen die Justiz aktiver geworden ist. Dennoch wird durch diese Korruptionsskandale die Distanz zwischen politische und Wirtschaftselite und den Bürgerinnen und Bürgern größer, und diese Distanz ist zum Teil auch eine undemokratische Hierarchie oder Machtgefälle. Dann gibt es in diesen Gesellschaften strukturelle Gewalt, aber auch hohe Gewaltkriminalität, und es ist ein Problem, wenn solche Demonstrationen so schnell sich radikalisieren, aber es ist auch ein Problem, wenn die Regierungen nicht imstande sind, Polizei und Militär einzusetzen, ohne dass das zu Menschenrechtsverletzungen führt oder zu massiven repressiven Maßnahmen. Dennoch würde ich sagen, die Forderungen, die diese Menschen mobilisieren, sind nicht in jedem Fall identisch. In einigen Fällen geht es um Forderungen nach mehr Umverteilung, nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Was da in Frage gestellt wird, ist eher das Wirtschaftsmodell oder eine bestimmte Ausprägung eines Wirtschaftsmodells. In einigen Fällen, trotz vielleicht sozioökonomischen Problemen, ist die Forderung eher eine Regimefrage oder eine Kritik an autoritären Tendenzen einer Regierung. Es ist unterschiedlich, ob man kritisiert die Wirtschaftspolitik oder ob es Probleme gibt oder kein Konsens über ein Wahlergebnis. Das sind zwei verschiedene Dimensionen. In jedem Fall, sei es, geht es um demokratische Forderungen oder geht es um institutionelle Konflikte? Wir haben auch in einem Fall eher einen institutionellen Konflikt zwischen Gewalten. Egal, was der erste Bezug dieser Forderungen ist, ob jetzt soziale Gerechtigkeit, Demokratie oder eine Bremse am Machtmissbrauch. Diese Forderungen landen in meinen Augen auf den Straßen, weil die Leute nicht glauben, dass die politische Elite oder Institutionen imstande sind, diese Forderungen aufzunehmen, zu verarbeiten und daraus sozusagen Lösungen zu entwickeln. Und wenn die Hoffnung bestünde, dass es andere Kanäle gibt für diese Forderungen, dann würden wir diese Szenen auf der Straße nicht sehen. Vielen Dank. Lassen Sie mich noch einmal an zwei Stellen nachfragen. Ich glaube, es wird sehr stark in der medialen Wahrnehmung das auf die sozialen Ungleichheitsphänomene abgestellt als Ursache. Das ist sicherlich auch richtig. Ich glaube aber, eine zusätzliche Beobachtung ist, dass wir natürlich auch über die letzten 10, 15 Jahre auch in vielen Ländern einen gewissen Aufstieg einer neuen Mittelklasse erlebt haben, die jetzt aber
in ihren weiteren Möglichkeiten durch die ökonomische Krise. Und Lateinamerika ist im Moment die wachstumsschwächste Region der Welt nach dem Auslaufen des Rohstoffbooms. Dass genau diese neue Mittelklasse sich jetzt in ihren Entwicklungsmöglichkeiten besonders beschränkt sieht. Und das sind natürlich auch häufig dann die Träger politischen Protests und politischer Partizipation. Und die zweite Frage, die ich nochmal stellen möchte, wir haben durchaus ja in diesem Rohstoffboom finanzielle Möglichkeiten auch in den Staaten gehabt. Täuscht der Eindruck, dass diese Möglichkeiten doch eher nur zur kurzfristigen Überdeckung sozialer Probleme genutzt worden sind, also zur Ruhigstellung jeweils der einen oder anderen politischen Klientel, und dass es zu wenig gelungen ist, aus dieser Boomphase nachhaltigere und robustere gesellschaftliche Institutionen zu schaffen, mit Angeboten eben auch im Bereich von Bildung, von Gesundheitswesen und Infrastruktur. Ja, ich fange mit dem letzten Punkt an. Ja, natürlich. Also die nötigen strukturellen Reformen wurden nicht durchgeführt. Es waren eher Maßnahmen kurzfristiger Natur, beziehungsweise Maßnahmen, die nur halten können, solange es diese Einnahmen gibt. Und das hat natürlich Erwartungen geweckt und die längerfristig dann nicht zu erfüllen sind. Deswegen habe ich gesagt, also Armut ist nicht Neues und soziale Ungleichheit ist kein neues Phänomen in Lateinamerika. Wenn das verknüpft wird, aber mit anderen Situationen, wenn die Erwartung ist, es wird nicht besser, sondern sogar schlechter, und dabei sind die Zeitungen voll von Korruptionsskandalen, und wenn dann die Wirtschaft stagniert, dann wird es sozusagen so diese explosive Kombination von Faktoren. Die Reformen, die nötig sind, um nachhaltig die soziale Ungleichheit zu mindern, wurden nicht gemacht oder genug gespart sozusagen für die schlechten Zeiten. Der erste Punkt, ja, ich hatte damit angefangen, wenn die Hoffnung auf sozialen Aufstieg, auf soziale Mobilität schon von Anfang frustriert sind. Also man muss sagen, die Frustration von Erwartungen ist oft stärker mobilisierend als eine schlechte Situation, und Ungleichheit auch oft stärker mobilisierend als Armut. Aber wenn die Wirtschaft wächst, selbst wenn es Korruption gibt, aber sozusagen die Leute einen gewissen personellen Verbessern und der Lage spüren, dann ist die Geduld größer. Aber die Toleranz sinkt, sobald natürlich diese Konjunktur sich bildet, wo strukturelle und situative Faktoren sich gegenseitig in eine bestimmte Richtung potenzieren. Vielen Dank. Peter Weiß, du verfolgst seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft und viel Herzblut die Entwicklung in Lateinamerika. Vielleicht mal an dich zum Einstieg die Frage der Einordnung auch aus der deutschen Perspektive dessen, was sich dort gegenwärtig vollzieht. Ich habe aus einigen Diskussionen der letzten Tage den Eindruck, dass sehr viele in Deutschland sehr schnell wieder in bestimmte ideologische Interpretationsmuster zurückfallen. Ich habe am Freitag in einer Rundfunkdiskussion gesagt, ist jetzt nicht der letzte Kampf gegen Herrn Pinochet, der war schon 1991 nicht mehr im Amt, als ich das erste Mal als Student in Chile war. Müssen wir uns schon auch ein Stück davor hüten, jetzt in ideologische Erklärungsmuster links-rechts dieser Entwicklungen zurückfallen? Und wo können wir möglicherweise auch von einer deutschen Perspektive, gerade auch aus der Erfahrung von sozialer Ordnungspolitik, von Sozialpartnerschaft, Impulse auch für Reformbemühungen in Lateinamerika geben? Exzellenz, meine Damen und Herren, je länger man sich mit Lateinamerika beschäftigt, lernt man, dass wir zwar von Lateinamerika reden, aber dass doch jedes Land auch unterschiedlich ist. Das muss man einfach anerkennen. Man kann nicht alle über einen Leisten scheren. Das Zweite ist, wir alle haben ja ein politisches Kurzzeitgedächtnis. Ich will doch daran erinnern, dass die Latinos Beachtliches geschafft haben. Sie sind weggekommen von den Militärdiktaturen und haben demokratische Systeme etabliert. Eine großartige Leistung. Und zum Zweiten, auch wenn zurzeit das wirtschaftliche Wachstum schwächelt, sie haben auch eine beachtliche wirtschaftliche Entwicklung hinbekommen, die sehenswert ist.
So, jetzt zu den Problemen. Ich würde die sozialen Probleme ungefähr so beschreiben. Wir machen zum Beispiel in der Konrad-Adenauer-Stiftung ein wunderbares Regionalprogramm Soziale Marktwirtschaft. Ja? Aber jedes Mal kommt mir die Frage, ob die Latinos wirklich verstanden haben, was soziale Marktwirtschaft heißt. Sie sind weitgehend in einem System verfangen, wie wir es auch kannten, in Europa, nämlich dass sozial heißt, ich verteile eben Almosen an die Armen. Ja? Aber das Erfolgsrezept der sozialen Marktwirtschaft ist, dass am wirtschaftlichen Erfolg die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die ärmeren Bevölkerungsschichten teilgehabt haben, ein Aufstieg möglich war. Und das geht nicht, wenn man nur den Chicago Boys glaubt, dass der Triple-Down-Effekt dafür sorge, dass die Armut verschwindet, sondern dafür sind strukturelle Maßnahmen notwendig. Und dieser Mut zur Strukturveränderung, der ist in Lateinamerika etwas unterentwickelt, wie es mal so ausdrücken. Das Zweite ist, zu dieser Strukturveränderung gehört natürlich vor allen Dingen Bildung, Bildung, Bildung. Das war bei uns in Deutschland und Europa auch so. Und wenn in Bildung Geld kostet, dann tue ich bestimmte Menschen schon mal ausgliedern. Ja? Und deswegen sagen wir, das für das, was in Chile demonstriert wird, ist eine verständliche Forderung, kostenloser Zugang zu Bildung. Und zwar auf allen Ebenen. Und das Dritte ist, weil die Wirtschaft angesprochen worden ist, wie reagieren denn die Länder darauf, dass sie die Rohstoffpreise gerade nicht so toll sind? Ja? Das Rezept ist natürlich halt noch mehr Rohstoffe ausbeuten. Und zum Thema Ideologie, ich glaube, das Thema Ideologie, was manche bei uns in Europa gerne pflegen, ja, weil die noch irgendeinem Revolutionsmythos in Lateinamerika anhängen, das kann man gerade vergessen. Entschuldigung, Evo Morales, der gerade in einer nicht verfassungsgemäßen Wahl sich erneut ins Amt gehievt hat, der beutet die Umwelt mehr aus als jeder andere in Lateinamerika. Ja? Da gibt es kein ideologisches Momentum, dass er eventuell die Rechte von indigenen Völkern, die da leben, mehr berücksichtigt als ein anderer. Oder dass er sozialer vorgeht, sondern er geht genauso brutal vor wie irgendein rechtsgerichteter Politiker. Und in Venezuela, das ist ja auch nichts mehr mit, hat ja nichts mehr mit Ideologie zu tun, sondern da tut eine kleine Kaste, die nicht nur die politische, sondern die wirtschaftliche Macht in den Händen hält, mit allem, was nur verfügbar und machbar ist, diese Position verteidigen. Da spielt die Frage, ob da jemand links oder rechts gestrickt wird, überhaupt keine Rolle. Und deswegen glaube ich, in Lateinamerika findet keine ideologische Auseinandersetzung statt. Da gibt es auch keinen Sozialismus des 21. Jahrhunderts, sondern es geht schlichtweg bei all diesen Systemen, die die Demokratie wieder rückabwickeln wollen, darum Macht und vor allen Dingen auch wirtschaftliche Macht, die man an sich gerissen hat, zu verteidigen, nichts mehr oder weniger. Und ich finde, deswegen ist es gut, wenn wir Europäer und wir Deutsche ohne ideologische Scheuklappen daran gehen, die Situation in Lateinamerika richtig zu beurteilen. Vielen Dank auch. Auch dort noch mal zwei kurze Nachfragen. Zum einen, du hast es richtig beschrieben, was den Kampf um die Macht als Kampf um wirtschaftlichen Einfluss angeht. Das ist natürlich ein besonderes Kennzeichen von Staaten, die sehr stark an der Rohstoffökonomie hängen, weil natürlich der Kampf um die Kontrolle über die Ressourcen und die man dann zur Bedienung der eigenen Klientel nutzen kann, mehr im Vordergrund steht als die Entwicklung tragfähiger gesellschaftlicher Institutionen im wirtschaftlichen und im sozialen Bereich. Die Entwicklungsökonomen sprechen nicht umsonst vom Curse of Resources, also vom Fluch der reichen Rohstoffausstattung. Wo siehst du Potenziale, dass man diese einseitige Orientierung überwinden kann und was können wir möglicherweise auch dazu beitragen? Du hast das Thema Bildung angesprochen. Das ist meine zweite Nachfrage. Gerade im Bereich der beruflichen Bildung sehe ich große Potenziale aus allen Ländern Lateinamerikas. Ist das, finde ich, das Thema, was unsere Gesprächspartner immer am meisten interessiert. Was können wir dort vermitteln und wo liegen möglicherweise auch die Schwierigkeiten, bestimmte Modelle, die bei uns sich als erfolgreich erwiesen haben, auch in Lateinamerika umzusetzen? Also in der Tat sind zwei wichtige Themen, auch im politischen Dialog zwischen uns Deutschen und den lateinamerikanischen Staaten, die Frage, wie kann man von der reinen Rohstoffabhängigkeit wegkommen
und stärker zu einem verarbeitenden Gewerbe und auch Aufbau des verarbeitenden Gewerbes kommen, also die Wertschöpfungskette im eigenen Land verlängern und ausgestalten und die Frage der beruflichen Bildung, zwei Themen, über die wir intensiv miteinander beraten und versuchen auch zu kooperieren. Und ich will mal so sagen, die Latinos haben da eine gute Auffassung dazu. Ja? Sie wollen auf beiden Gebieten vorwärts kommen. Die Frage ist, ob sie es tatsächlich schaffen. Ja? Also das ist auch ein bisschen auch eine Frage auch an die Deutschen oder die Europäer, in was investieren wir in Lateinamerika? Ja? Sind deutsche Betriebe wirklich bereit, im Bereich verarbeitendes Gewerbe nach Lateinamerika zu gehen? Da gibt es schöne Beispiele, aber ich finde viel mehr offene Fragen. Ja? Also, sagen wir mal, die wahre Dynamik fehlt da bei dem Punkt. Und wie gesagt, der schnelle Erfolg über noch mehr Rohstoffausbeutung ist immer schneller oder führt schneller zu Geld wie der mühsame Aufbau eines verarbeitenden Gewerbes. Das Zweite ist bei der dualen Berufsausbildung, die ja von allen hoch gepriesen wird, also wir Deutsche preisen sie ja auch, und die alle nachmachen wollen. Sobald man natürlich den Latinos erzählt, was die Grundlagen dafür sind, dass wir ein duales Ausbildungssystem in Deutschland haben, lassen die alle die Finger davon. Und ganz ehrlich, also altbewährter Botschafter wie Graf Waldersee nickt. Und wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, für dieses System, dann sind es die deutschen Firmen, die in Lateinamerika tätig sind. So, jetzt muss man, glaube ich, auch einfach ehrlich, offen und ehrlich sagen, dieses System, was wir haben, also zum Beispiel Zwangsverkammerung in der IHK oder der Handwerkskammer, stellt euch mal sowas in Lateinamerika vor, gibt es eine Revolution, ja? Und zwar aller Betriebe, Übertragung staatlicher Aufgaben auf eine solche Kammer, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Auch da würden manche Regierungen eher ein bisschen zittern. Dann, dass man einem Azubi, der möglicherweise die halbe Woche gar nicht im Betrieb ist, ein Gehalt bezahlt. Unglaublich. So. Also sobald man das erzählt hat, erlahmt das Interesse. Und trotzdem ist es richtig. Wir müssen, glaube ich, mit angepassten Reformen und auch Unterstützungsmaßnahmen helfen, dass die berufliche Qualifizierung deutlich steigt, dass es da auch eine Partnerschaft gibt zwischen der Politik und den Betrieben. Und dafür gibt es auch erste Beispiele, die, glaube ich, einfach nur sich weiter ausbreiten müssen. Aber um es klar und deutlich zu sagen, das deutsche System der dualen Berufsausbildung auf Lateinamerika zu übertragen, wer das behauptet, wer das hinbekommen, der lügt einfach, das schafft er nicht. Und zwar wegen der strukturellen Voraussetzungen, die man dafür schaffen müsste. Aber man kann natürlich in der Tat die berufliche Ausbildung trotzdem deutlich verbessern. Herr Generalsekretär, ich gebe Ihnen die Gelegenheit, vielleicht auch auf die Diskussionsbeiträge von Frau Ziller und Herrn Weiß noch mal zu antworten, auch aus Ihrer Perspektive. Ich will vielleicht zwei Gedanken noch mal herausgreifen. Die eine ist die Frage, wie können wir Institutionen, demokratische Prozesse stärken, damit eben bestimmte soziale Konflikte sich nicht auf der Straße vollziehen, sondern in einem geordneten demokratischen Verfahren. Ich will daran erinnern, dass wir nicht nur soziale Ordnungspolitik als Regionalprogramm der Adenauer-Stiftung haben, sondern auch die Unterstützung der Entwicklung im Bereich Parteiendemokratie, Parteiensysteme, aber auch im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Und das Zweite vielleicht auch nochmal mit Blick auf die wirtschaftlichen Betrachtungsweisen. Wir haben vorhin ja schon mal unter anderen Gesichtspunkten über China gesprochen. Natürlich das chinesische Interesse auf der einen Seite eben auch an der Rohstoffextraktion in allen Ländern Lateinamerikas. Aber ich höre auch zunehmend, dass es eben ein Problem ist, dass China eben auch die Märkte Lateinamerikas mit Artikeln aus eigener Produktion überschwemmt, sagen einige. Beispiel Schuhe ist mir jetzt mal genannt worden, wo dann zum Beispiel in Kolumbien oder anderswo auch existierende nationale Industrien auch in Schwierigkeiten gekommen sind. Wie ist nach Ihrer Einschätzung der Blick derzeit in Lateinamerika auf das chinesische Engagement in all seinen Facetten? Desde el principio, la
La pregunta referida al funcionamiento de las instituciones de la democracia y cómo canalizar y resolver las dinámicas, los problemas o las crisis o los conflictos sociales. Nuestros países tienen problemas estructurales, lo hablábamos hoy. Son problemas no de ahora, sino algunos tienen 200 años y otros van hasta la colonia. Y vamos a tomar nada más que Uruguay porque es mi país y porque lo conozco mejor. Pero Artigas en 1815 estableció el reglamento provisorio para la campaña, bajo el motivo de que los más infelices fueran los más privilegiados. Y señaló una lista de prioridades en función de la vulnerabilidad social de esa época. Era las viudas con hijos, población afrodescendiente, población indígena, los mestizajes diversos. 200 años después, 204 años después, en Uruguay tenemos la misma estructura de pobreza que teníamos hace 200 años. La población afrodescendiente, que cuenta por el 8% de la población, cuenta por el 40% de la pobreza. Las madres solteras, hijos, son el núcleo duro de la pobreza en el país. Y la población indígena no cuenta más en la pobreza, simplemente porque inmediatamente después de nuestra independencia cometimos un brutal genocidio contra los mismos. Entonces, esos problemas que tenemos estructuralmente en nuestro continente, desigualdad, seguimos siendo el continente, el hemisferio más desigual de todos, de pobreza estructural, que recrea y recrea pobreza, de países guetizados o elitizados, en los cuales es muy difícil la movilidad social. Todo eso tiene que ser resuelto. O sea, si no resolvemos la desigualdad, si no resolvemos la pobreza, si no resolvemos el tema de la violencia, también estructural. O sea, los latinoamericanos nos matamos más que ningún otro grupo humano en el mundo. Contamos por el 38% de los homicidios. No contamos ni con el 10% de la población. Y nuestra contribución en términos de comercio y en términos de productos brutos, o sea, son nimias. Nuestra gran contribución es esa, la violencia. Entonces, tenemos problemas estructurales que se han perpetuado, que se han reproducido de generación en generación y que tienen que ser resueltos. Y tienen que ser resueltos en el marco de la democracia y el Estado de Derecho. Tenemos que generar las condiciones que permitan esas soluciones. Hemos visto que cuanto mejor funciona la democracia en nuestro continente, mejores son las posibilidades de acceso a derechos, de equidad, de seguridad y de desarrollo. Es algo que viene junto. Y tenemos ejemplos extremos y patéticos, como le decíamos, de Venezuela, en el cual un país más o menos empezó a decaer a medida que su funcionamiento democrático decaía. Y a medida que las instituciones dejaban de dar respuesta, menos condiciones tenía y llega a este extremo en el cual es patético en todo sentido. O sea, las cifras de Venezuela son las peores del mundo y mezclado siempre con estados fallidos. O sea, está un estado fallido, Venezuela, otro estado fallido. O sea, en prácticamente todos los indicadores, todas las cifras. Con instituciones que no pueden dar respuesta ni resolver ninguno de los problemas más básicos, ni seguridad, ni educación, ni salud, nada puede ser resuelto o está siendo resuelto a través de las instituciones en Venezuela. Es el extremo más patético de cómo ese deterioro fue afectando el sistema productivo. Hoy Venezuela está llegando prácticamente, siendo el país más rico en reservas de petróleo del mundo, está llegando bajando a los niveles de producción de Ecuador en petróleo. O sea, el otro día escuchaba al filósofo Sir Scruton, él decía que es más fácil destruir algo que crear algo. Y para el régimen madurista, porque eso es un conglomerado de cosas, seguro que es así.
Nuestros países tienen que tener un esquema de diálogo político mucho más desarrollado. Creo que la ecuación política predominante todavía en el continente sigue siendo de que 50% más un voto, en algunos casos 45% más un voto, en otros casos 40% más un voto, equivale a 100%. Se quedan con todo el poder, con todas las dinámicas políticas del país. Eso es inadmisible completamente y no hay sistema que sanamente pueda funcionar en ese contexto. Los esquemas de diálogo social son pobres y no son significativos en muchos casos para resolver los principales temas sociales que tienen los países, como decía hoy, salud, educación, seguridad, pero temas de equidad, de pobreza, los temas fundamentales que hacen a nuestros países. Tenemos que tener mejores condiciones de diálogo que tienen que actuar a priori, que son el mecanismo de contención, porque si los procesos, las medidas, las acciones se resolvieran en un contexto de diálogo y de social permanente, diálogo político permanente, se reduce muchísimo, muchísimo la posibilidad de que tengan dinámicas de crisis o de conflicto social en este ámbito, en los ámbitos de los sistemas políticos latinoamericanos. No obstante, acá tenemos un factor contaminante extra, pues no podía faltar. Nuestros queridos amigos del régimen madurista han tenido una acción directa en llevar dinámicas de violencia, principalmente lo habíamos investigado en Ecuador, donde quedó muy claro, digamos, el perfil, la acción madurista cubana, digamos, para ponerle un nombre un poco más amplio que eso, el concepto, que exacerbaron las formas de violencia. No obstante, mi presidente Lenín Moreno, a quien considero uno de los políticos más hábiles de Latinoamérica, logró separar lo que era la conflictividad social real y encauzarla en procesos de negociación y diálogo, y aislar a la violencia, digamos, que estaba desencadenada y que tenía otros componentes. En la situación en Chile eso es más invisible, ha sido mucho más difícil de separar, pero hay un componente que es un indicador muy claro. Por ejemplo, el 40% de los tweets que piden la renuncia del presidente Piñera salen de Venezuela. O sea, es muy claro el elemento inductor de esto. O sea, ni hay que hablar las denuncias que se han hecho de otras movilidad en redes sociales para desestabilizar. Entonces, acá es preservar las instituciones, fortalecer las instituciones, que las instituciones tengan capacidad de respuesta, estabilizar las democracias, cueste lo que cueste, porque uno puede sentirse un poco contrariado o deprimido cuando ve determinados niveles de protesta social. No obstante, hay que fortalecer las instituciones, hay que asumir la responsabilidad, resolver los problemas sociales que estén pendientes, encontrar la forma institucional de resolver esos problemas sociales, que, como dije, muchos tienen 200 años de historia, y lograr que esas soluciones obviamente sean sustentables, y eso de por sí mejora las condiciones de funcionamiento de la democracia y las demás condiciones de funcionamiento del sistema, de los sistemas políticos. La relación de América Latina con China. O sea, en América Latina seríamos absolutamente ingratos si dijéramos que la relación ha sido negativa de Latinoamérica con China. Y vuelvo a Uruguay. Bueno, fui embajador en China y había fueron muchos elementos de nuestro comercio con China que nos permitió salir bastante más rápido de la crisis del 2001-2002 de lo que hubiera sido en condiciones normales en nuestros países, en nuestro país. Primero lo que vendíamos lo empezamos a vender bastante más caro, y lo que comprábamos lo empezamos a comprar bastante más barato.
Y eso definitivamente tuvo una ecuación favorable de comercio y en un buen rato logramos resolver una situación económica financiera complicada. En China yo en nuestra relación con China, en los procesos de inversión, en los procesos de comercio con China, yo pedí tres cosas fundamentalmente. Nunca quedaron escritas en ningún lado, pero milagrosamente se respetaron, ¿no? Pero milagrosamente o quizás no tan milagrosamente, porque quizás existe una lógica de respetar la palabra. Yo pedí que no me compraran proyectos productivos que ya estaban en funcionamiento, que a veces se llama inversión a eso, pero que se venían, nos compraban los frigoríficos, eso no nos aportaba nada al Uruguay, nos compraban la industria láctea, tampoco le aportaba nada al Uruguay, que fueran con algo nuevo, fueron con algunas cosas nuevas, ensambladoras de autos, etc. Segundo, que no compraran tierras en el país, porque, o sea, con el vuelto de las cajas de fósforos ellos podrían comprar todo el Uruguay, no prácticamente. O sea, algo que también se respetó. Y tercero, que no llevaran trabajadores chinos. Y también se respetó. Simplemente eran los cargos de gerenciamiento y eso fue se cumplió perfectamente. Yo creo que también hubieron casos en que la relación de algunos países latinoamericanos con China terminó siendo negativa, pero creo que es más responsabilidad y también una responsabilidad muy fuerte y de falta de manejo de los países latinoamericanos en eso, porque, o sea, los límites, las asimetrías son tan marcadas que si uno no marca límites claros en lo que puede hacer y lo que no puede hacer con China, directamente eso lo desborda. Y después hay una cosa que también se hizo y que nunca agarramos dinero chino, a pesar de que era muy barato y todo, pero no, gracias. Lo seguíamos buscando en los mercados financieros normales. Y eso también nos dio una autonomía en el manejo de las cosas. Yo creo que Latinoamérica claramente tiene que tener la mejor relación del mundo posible con China, la mejor relación del mundo posible con la Unión Europea y con cada uno de los países europeos, y la mejor relación posible en el mundo con Estados Unidos. O sea, Latinoamérica no puede ser no puede tener tantos vaivenes ideológicos, tantos altos y bajos ideológicos o psicológicos, como que no nos permita trabajar con todos a la vez. Hay espacio para trabajar con todos a la vez y hay espacio para trabajar bien con todos a la vez. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Das ist ein Kongress, eine Veranstaltung, die auch insbesondere im Dialog dienen soll. Deshalb sind Sie jetzt am Zuge. Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde für Fragen und Antworten mit dem Publikum, mit den Teilnehmern. Meine herzliche Bitte ist zweierlei. Wenn Sie sich zu Wort melden, bitte nennen Sie kurz Ihren Namen und möglicherweise auch die Institution, die Sie vertreten. Die zweite Bitte, je kürzer und prägnanter ein Diskussionsbeitrag ist, umso mehr bleibt er positiv im Gedächtnis. Also bitte keine Co-Referate, sondern kurze und knackige Statements, die es dann auch den Teilnehmern auf dem Podium ermöglichen, darauf kohärent zu reagieren. Dann schaue ich mal, wer macht jetzt den Eisbrecher. Dort hinten links der Herr bitte und dann Sie hier vorne. Wir haben Saalmikrofone, eines ist unmittelbar hinter Ihnen. Also zuerst der Herr, dann dort hinten, dann Sie hier vorne bitte. Ja, buenas tardes, soy Michael Jungschlager de Hamburgo, soy oficialmente retirado, pensionado, pero todavía activo como periodista independiente. Me refiero al pronunciamiento del señor o doctor Luis Almagro y yo quisiera preguntarle a don Luis, ¿cómo está el estado actual de la integración latinoamericana? Estamos, yo creo, todos de acuerdo que la integración figura en el primer renglón de la agenda. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasó
con UNASUR, me pregunto qué pasó con el sistema de integración centroamericana SICA. Realmente, a pesar de que yo sigo muy interesado, me doy cuenta que casi no hay algo publicado sobre la integración, en particular de estas instituciones mencionadas. Muchas gracias, don Luis. Ja, mein Name ist Heuss aus Hannover, CDU. Können diese Stiftungen in Ihrem Land nicht den Erfolg bringen, dass die Menschen friedlicher sind und unterstützt werden in ihrem beruflichen und dass nicht mal zu viele Kämpfe und Tode sind? Vielen Dank. Dann würde ich sagen, noch ein oder zwei Fragen in der ersten Runde. Gibt es noch weitere Wortmeldung? Bitte schön, der Herr hier vorne und dann der Herr dort hinten. Ja? Während Sie zum Mikrofon gehen, gibt mir das die Möglichkeit, noch den Kollegen Volkmar Klein sehr herzlich zu begrüßen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, nicht zuletzt mein Wahlkreisnachbar und jemanden, der sehr engagiert auch in dieser Region unterwegs ist. So, dann haben Sie. Ja, hallo, mein Name ist Roberto Maidana. Ich arbeite für die Paraguayische Botschaft, bin der Geschäftsträger in Berlin. Sehr kurze und pragmatische Frage. Herr Abgeordneter, Herr Hart, Sie haben am Anfang gesprochen über Mercosur, über den auch der Kollege Herr Baez, der nicht mehr da ist, auch über die den Freihandelsabkommen zwischen Mercosur und der Europäischen Union. Und Sie haben, Herr Hart, gesprochen über die Presse. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was uns immer beschäftigt. Wir sehen die Lateinamerikaner, die lateinamerikanische Botschaften hier zu Lande in Berlin eine sehr, sehr starke negative Presse über unsere Region. Das wird die Zusammenarbeit und die ganze Initiative, die zum Beispiel jetzt die CDU-CSU-Fraktion in Kraft trieb, das wird schwächen. Es wird auch die Arbeit nach dem Abkommen, nach der Vollendigung des Abkommens, weil das ist jetzt nur ein Gespräch. Es wird überprüft, das muss im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Es müssen einige Teile des Abkommens müssen von Parlamenten der EU-Staaten und auch der Mercosur-Staaten genehmigt werden. Erst dann wird in Kraft treten. Gut. Die Presse, die wir hier lesen über unsere Region, wird nicht beitragen, dass das Abkommen, nachdem es abgeschlossen wird, egal ob Mercosur oder andere Abkommen, erfolgreich wird. Es gibt eine sehr gezielte Presse jetzt gegen die Qualität der Produkte aus Lateinamerika, speziell aus Mercosur, weil das Abkommen vorsteht. Ja. Das heißt, in 2 Jahren oder in 18 Monaten, wenn das Abkommen reif ist und auf dem Tisch liegt und wir dann anfangen, da zu arbeiten, es werden unsere Unternehmen kommen nach EU oder zu der EU und werden versuchen, hier neue Geschäfte zu machen, die uns jetzt zubleiben, weil wir keinen Marktzugang haben. Und wenn das so ist und wenn die Konsumenten schon Monate und Jahre lang gehört haben, das ist super schlecht, weil die Lateinamerikaner den Amazonas und der paraguayischen Chaco oder den bolivianischen Pantanal kaputt machen und wir werden essen, alles was dort produziert wird, das stimmt gar nicht. Wichtiger, ein ganz großer Baustein des Abkommens ist ja das Pariser Agreement, das Pariser Abkommen. Wie kann man hierzulande, das ist eine sehr schwierige Aufgabe für euch, für uns eine unmögliche, für die Außenseite, für die Botschaften, für die Länder, die hier vertreten sind. Wir haben schon einmal versucht, die GRULAC-Gruppe, die Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Länder, mit der deutschen Presse darüber zu sprechen, warum diese Tendenz nur Negatives zu sprechen. Heute, wenn man sich anschaut, Tagesspiegel, da steht zum Beispiel Peru, schön, aber korrupt. Was ist das wieder? Schön oder korrupt? Oder schön?
schon und korrupt, das ist wieder ein, das werden Sie als Deutsche oder Franzosen oder Spanier ganz wenig in unseren Ländern, denn Ziel ist es ja, zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr viele gemeinsame Aspekte. Wie sieht die Aufgabe, was kann da die CDU-CSU-Fraktion oder das deutsche Parlament, wie kann da etwas leisten? Danke. Vielen Dank. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Wir hatten noch eine Wortmeldung dort hinten. Sie dann auch noch. Ja. Okay, dann machen wir die erste Runde mal zu. Guten Tag, mein Name ist Peter Alberto Behrens. Ich bin Berater im deutsch-lateinamerikanischen Kontext. Ich glaube, Roberto Maidana, auch mein Paisano, hat gerade vielen, glaube ich, aus der Seele gesprochen, was die Wahrnehmung von Lateinamerika in Deutschland anbelangt. Ich muss gestehen, ein bisschen geht es mir auch so dergestalt, dass wir uns sehr stark auf Themen konzentriert haben, die natürlich zu Lateinamerika gehören, ob das nun soziale Ungleichheit ist und vieles andere mehr. Meine Frage, was ist der Stellenwert beispielsweise des Themas digitale Wirtschaft in Lateinamerika und Kooperation in dem Bereich? Da gibt es einiges, was sehr spannend ist. Natürlich sind das jetzt nicht unbedingt die Dimensionen, die man hier im Norden hat, aber wenn man sich da anguckt, was es für Anbieter gibt, ob das MercadoLibre.com ist oder Despegar.com, das sind Local Champions sozusagen, die durchaus wettbewerbsfähig sind und gegenüber eBay oder anderen durchaus eine gute Figur machen. Was gibt es da an Kooperationsmöglichkeiten, auch gerade im Kontext dieser Strategie? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und dann zum Abschluss Sie hier vorne. Schönen guten Tag. Mein Name ist David Rodriguez Edel von der CDU Berlin und von der Zeitung Hispanovision. Und ja, meine Frage richtet sich an das Thema Kriminalität, die eigentlich sehr oberflächlich angesprochen wurde, weil es gibt auf jeden Fall die Präsenz von internationalen terroristischen Organisationen wie etwas Hamas oder also die ELN beispielsweise in Venezuela, und die breiten sich aus und dann wird oder leidet die ganze Justiz darunter, dass irgendwie immer so Ausnahmen mit diesen terroristischen Organisationen gemacht werden. Welcher Beitrag hat vor, die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu machen? Welcher Beitrag, Herr Almagro, Sie haben eine sehr große Leistung in dieser Hinsicht gemacht, also als Sie über die ganze Problematik in Venezuela offen gesprochen haben. Aber ja, was wird konkret dagegen unternommen? Also werden so Sanktionen gegen die politischen Vertreter dieser terroristischen Organisationen von der EU gefordert? Wie sehen Sie das Thema? Dankeschön. So, das war jetzt schon mal ein breiter Blumenstrauß an Themen, die wir, glaube ich, jetzt hier versuchen müssen, so Schritt für Schritt abzuarbeiten. Lassen Sie mich vielleicht einleitend, ich würde jetzt mal, jetzt, sonst wird es zu viel, eine Bemerkung machen. Sie haben das zu Recht angesprochen. Das ist auch unsere Beobachtung, wenn in Deutschland in den Medien über Lateinamerika berichtet wird, dann meistens mit einem negativen Zungenschlag. Ich habe das im Zuge unseres Engagements für den Friedensprozess in Kolumbien, Herr Botschafter, einmal auf die Formel gebracht. Manchmal, wenn man die deutsche Presse folgt, hätte man den Eindruck, dass Pablo Escobar nach wie vor die beherrschende Gestalt Kolumbiens ist. Der ist aber seit 20 Jahren tot. Und wir haben uns, glaube ich, auch nicht zuletzt deshalb mit dem Motiv auch im Friedensprozess in Kolumbien so stark eingebracht, um positive Nachrichten aus der Region auch in Deutschland zu transportieren und mit einem anderen Zungenschlag auch über diese Region zu sprechen. Beim Thema Mercosur, darauf kommen wir ja sicherlich nochmal, da spielen natürlich viele Interessen bestimmter Wirtschaftszweige auch in Deutschland, in Europa eine Rolle. Thomas Barreis hat das ja auch angesprochen, aber ich würde sagen, ich versuche jetzt mal die Fragen so ein bisschen zu verteilen. Herr Generalsekretär, wollen Sie mit dem Thema Integration in Lateinamerika, Mittelamerika beginnen und soweit Sie sich zu den anderen Themen auch äußern wollen, Kriminalität, Terror,
schalten Sie sich einfach ein und wir arbeiten dann die anderen Fragen systematisch ab. Sí. Los procesos de integración en Sudamérica y en Centroamérica han sido con altos y bajos, como todos los procesos políticos y sociales del continente. No hemos sido eficientes a la hora de construir una integración definitiva. No ha habido una capacidad de generar espacios integrados, mercados comunes funcionales, a no aplicarnos trabas comerciales entre nosotros, a aceptar la más plena movilidad social. Eso ha sido siempre muy, muy, muy difícil en nuestro continente. Lo hemos visto en cada uno de los procesos, sea el proceso del Mercosur, sea la comunidad andina, sea el proceso centroamericano. Creo que faltaron algunas cosas que han sido importantes en este tiempo. Una, mirarnos a largo plazo, mirarnos sin recelos ideológicos y políticos, entender que un proyecto común resolviendo problemas comunes de una forma común es mejor que tratar cada uno de hacer lo que puede respecto a diferentes problemas. No hemos sido capaces de resolver las asimetrías que pueden haber habido dentro de cada uno de esos procesos. Hemos sido muy, muy ilógicos a la hora de abordar las mismas. Hemos tenido procesos muy proteccionistas dentro de las subregiones. No por parte de los mecanismos, los mercados ampliados, sino a nivel nacional fundamentalmente. Algunos de nuestros países han sido muy, muy proteccionistas en este tiempo. Algunos de los mecanismos de integración subregional no tuvieron suficiente apertura como para sumar acuerdos con otras regiones del mundo. El caso del Mercosur es obvio al respecto. El acuerdo con la Unión Europea es el primer acuerdo del Mercosur, pero hubo momentos durante años, tenían todos firmados acuerdos de libre comercio con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos, y el Mercosur no tenía ninguno, absolutamente. Lo cual hizo que fuera perdiendo competitividad arancelaria en sus principales mercados. No, siempre tenemos una, y hemos tenido y seguiremos teniendo desde el punto de vista ideológico, un recelo muy potenciado respecto a las posibilidades imperialistas de Estados Unidos, lo cual destruyó a otro proceso más integral como era el ALCA, incluso. O sea, eso es algo que ha sido los principales problemas que hemos enfrentado. Problemas que son muy estructurales también. Si usted ve cómo estaban organizadas las colonias españolas, tenían prohibido comerciar entre sí. O sea, tenía que comerciarse con la matriz y después volvía. O sea, vamos a poner de la gobernación en Montevideo o el virreinato del Río de la Plata, había que mandar las cosas a España para que volvieran a Centroamérica, a México, a otro lugar. Y eso nos creó disociaciones entre nosotros que todavía no estamos ni siquiera interconectados, no digo perfectamente interconectados, estamos muy mal interconectados entre nosotros. Esos son temas estructurales que hay que resolver. También otro tema es que por esos problemas de que no hemos podido dar el paso final al desarrollo, que no hemos podido dar un paso final a la industrialización, que no hemos podido entrar de una manera definitiva en la cuarta revolución industrial, seguimos produciendo
productos muy similares y somos más competidores entre nosotros que complementarios. Y eso también ha afectado los procesos de integración en nuestras regiones. Creo que nos acuerdos como el del Mercosur con la Unión Europea son extremadamente positivos. Uno, para traer disciplinas en políticas comerciales. Dos, para tener dinámicas complementarias internamente y no de competición, y ver cómo son las mejores posibilidades de insertarnos conjuntamente en el mundo, algo que no hemos podido, que no hemos podido resolver adecuadamente. Por eso, el atraso que tienen nuestros procesos de integración, algunos un poco más desarrollados, otros un poco menos, otros bastante menos. En cuanto a la violencia, la erradicación de la violencia está muy conectado con cómo funciona el crimen organizado en nuestros países. O sea, me han tocado todos los problemas, ¿no? Me gustaría tener alguna pregunta que me permitiera levantar algún centro, pero vamos a seguir con esto. El crimen organizado ha ocupado un papel determinante en el continente. Primero porque económicamente cobró un poder que ningún otro poder económico dentro de nuestros estados o dentro de nuestras regiones ha tenido. O sea, el narcotráfico fundamentalmente, pero también las dinámicas de corrupción que han habido en nuestros países. Hoy hablábamos de la corrupción de Odebrecht y PDVSA, que son dos dinámicas de corrupción muy extendidas dentro del continente, que obviamente han afectado los funcionamientos de la democracia, pero no solamente de la democracia, sino de la justicia y del Estado de Derecho en nuestros países. Y con una aclaración, ¿no? La corrupción de Odebrecht llegó a 800 millones de dólares en 15 años. Eso fue lo que distribuyó Odebrecht en principio en coimas en el continente. En PDVSA, solamente en un caso que se juzga en la Florida, un caso de corrupción, nada más en un negocio, fueron 1.300 millones de dólares. Eso da una idea de la dimensión de la corrupción venezolana o sea, con cifras que llegan por lo menos a un plan Marshall en moneda actualizada, ¿no? O sea, un plan Marshall en moneda actualizada. 80.000 millones de dólares, la cifra más baja estimada del costo que ha tenido la corrupción bolivariana venezolana en este tiempo. Eso, algunos estimados llegan a 300.000. 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Si lo precisará Venezuela, si lo necesitará Venezuela, eso fue robado de Venezuela. Con el crimen organizado, en los otros factores de contrabando, minería ilegal y narcotráfico, son las dinámicas de la violencia que viven nuestros países. Entonces, si no tenemos capacidades o propias o de cooperación internacional para terminar con el crimen organizado, o sea, esas lógicas de violencia van a seguir dándose. O sea, hemos visto en Colombia el asesinato de indígenas. Esa comunidad indígena queda en el camino de la droga, en el camino a la salida de la droga. Cuando los indígenas quieren organizar para que de alguna manera eso deje de afectarlos o deje de ser, empieza una violencia de carácter completamente dramático sobre esas comunidades. Pero pasa en países en Centroamérica. O sea, hasta que no logremos, pasa por la minería ilegal, pasa por el narcotráfico, pasa por las lógicas de contrabando. Hasta que no logremos resolver estas lógicas de crimen organizado, los mismos seguirán teniendo un efecto absolutamente costoso en términos de violencia en nuestros países. Y seguiremos estando con esa asignatura pendiente. O sea, rendirse ante el crimen organizado tampoco es una solución.
porque entonces las dinámicas obviamente de violencia sobre la sociedad alcanzan niveles de impunidad que terminan afectando todavía más seriamente a nuestros países. Esto, imagínense que podemos seguir un rato más, pero creo que lo veo apurado. Vielen Dank. Dann Jürgen Hart, vielleicht zu der einen oder anderen Frage, Mercosur oder politische Stiftung? Der Botschafter von Paraguay hat gefragt, bezüglich Mercosur. Die Geschichte um das TTIP-Abkommen hat uns ja gezeigt, dass wir offensichtlich nicht Stritt halten in der Europäischen Union, was Verhandlungsgeschwindigkeit angeht, mit der Entwicklung der Welt. Also bei TTIP ist ja eine Tür auch deshalb zugefallen, weil man letztlich zu lange sich verhakt hatte bei bestimmten Themen, von denen wir heute sagen, wenn wir sie vielleicht halb befriedigend abgeräumt hätten, wären wir heute möglicherweise im Blick auf deutsche Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und die Bedrohung, die dort in der Luft schwebt, deutlich besser dran, als wenn wir jetzt kein Abkommen haben, wie das ja jetzt der Fall ist. Im Blick auf Mercosur, also da müssen wir mutig sein und auch einfach erkennen, dass unser eigenes Interesse das allergrößte ist an solchen Abkommen und dass wir nicht anderen einen Gefallen tun, wenn wir sie abschließen, sondern dass wir in erster Linie uns selbst einen Gefallen damit tun. Und vielleicht kann Frau Ziller da noch mehr zu sagen, aber im Blick auf das öffentliche Bild Lateinamerikas ist natürlich das, was wir gerade besprochen haben, Korruption und Kriminalität ein großes Thema. Denn Korruption bedeutet ja, dass Rule of Law im Wirtschaftsleben nicht vollständig gilt. Das ist ein ganz großer Negativpunkt in jedem Businessplan, wenn es um Investitionen in einem Land geht. Und zum Zweiten, wenn die Kriminalitätsrate hoch ist, wenn auch die Gefahr des persönlichen Eigentums und des persönlichen Wohlergehens in dem Lande durch hohe Kriminalität gefährdet ist, wird es auch schwierig sein, europäische Manager und ihre Familien dazu zu bewegen, beim Aufbau eines Unternehmens in einem lateinamerikanischen Land etwas zu tun. Und ich glaube, wenn die Staaten Lateinamerikas einen deutlichen, sichtbaren Fortschritt im Bereich Korruptionsbekämpfung und Kriminalitätsbekämpfung vorweisen können, dass das der beste Hebel ist, um auch das öffentliche Bild in Deutschland und Europa ein Stück zu drehen, weil es eben auch eine große Kunst ist, das in den Griff zu bekommen und viel Anerkennung abverlangt von denen, die so etwas hinbekommen, tatsächlich ein Land sicherer zu machen und Korruption wirksam zu bekämpfen. Ansonsten arbeiten wir natürlich auch mit einem solchen Kongress gegen Stereotype Blicke auf Lateinamerika. Und ich glaube doch, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren da eine positive Bewegung auch in der Presselandschaft bekommen, vielleicht doch die Dinge etwas differenzierter zu betrachten und auf beifällige Schlagzeilen, die Vorurteile bedienen, dann doch in der Zukunft eher verzichten zu können. Vielen Dank. Dann würde ich den Ball mal an Peter Weiß spielen. Der wollte auch noch was zu Mercosur sagen, vielleicht auch noch mal was zu den Möglichkeiten der politischen Stiftungen. Die Frage von der Dame hier vorne. Okay, fangen wir mit den Stiftungen an. Ich finde, dass unsere politischen Stiftungen, die was Einmaliges sind, eine sehr gute Arbeit leisten. Das aber auch zum Beispiel mit den staatlichen Instrumenten wie dem zivilen Friedensdienst, den das BMZ finanziert, wir durchaus sehr segensreich wirken bei dem Thema Konfliktbewältigung oder Konfliktminderung. Aber das ist natürlich ein Mini-Beitrag. Und jetzt muss man hier auf so einem Kongress der CDU-CSU-Fraktion sagen, wir haben natürlich selber ein Problem. Und das ist die Frage unserer Parteienkooperation. Ja? Weil der Kollege Erndl von der CSU sitzt, ja? Otka und oder Upla. Ja? Und das ist ein Thema, an dem wir aber arbeiten. Dass wir in der Parteienkooperation nicht gegeneinander, sondern vielleicht mal eines Tages CDU und CSU und damit auch andere zusammenarbeiten. Thema Mercosur. Also, ich sehe auch, wir haben eine riesige Aufklärungsarbeit noch zu leisten. Hier in Deutschland, vor allem bei unserer Landwirtschaft. Das müssen wir auch anpacken und wollen wir auch. Auch die Adenauer-Stiftung hat vor, dass sie dazu nochmal eine große Tagung macht. So, das ist das eine. Das andere ist, ich will Ihnen sagen, ihr vier Staaten habt aber auch eine
große Aufgabe. Zu Recht schauen bei uns viele auf das ja ambitionierte Nachhaltigkeitskapitel des Mercosur-Abkommen. Das allerdings, was sich manche Leute wünschen würden, keine Sanktionsmöglichkeiten enthält, sondern auf den Dialog setzt. Und vielleicht könntet ihr, die vier Botschafter, Paraguay, Uruguay, Brasilien, Argentinien, gerade auch im Dialog mit den deutschen Nichtregierungsorganisationen, indem ihr deren Kritik und deren Befürchtung ernst nimmt, deutlich machen, dass für euch das Nachhaltigkeitskapitel nicht irgendeine nachlässige Sache ist, sondern etwas, was ihr sehr ernst nimmt und dass ihr auch den Dialog zu diesem Nachhaltigkeitskapitel sehr ernst nimmt. Also da könnt ihr uns auch helfen, die Akzeptanz dieses Abkommens in Deutschland und in Europa zu erhöhen. Letzte Anmerkung, wie wir zur Kriminalität machen. Der Herr Generalsekretär hat zu Recht darauf hingewiesen, hinter den großen kriminellen Aktivitäten steckt im Wesentlichen das Thema Drogenhandel. Da ist richtig Geld zu machen. Und letztendlich muss man ehrlich sein, uns ist bislang nichts eingefallen, um das wirklich zu unterbrechen. Ein konservativer, ich betone, ein konservativer Senator Kolumbiens hat mir gesagt, Peter Weiß, legalisiert alle Drogen. Dann ist endlich diese Riesengewinnspanne aufgrund der Illegalität weg. Und ihr deutschen Europäer, tut doch, ob das ein paar Euro weniger oder mehr kostet, ohnehin bei euren Partys diese szenetypischen Päckchen verteilen. Ich habe nicht so recht gewusst, wie ich ihm antworten sollte. Ja, habe freundlich darauf hingewiesen, dass man irgendwo auch an die Volksgesundheit, an die Kosten für die Krankenkasse denken muss und so weiter. Aber es steckt schon was Wahres dahinter. Ne? Peter, vielen Dank. Frau Ziller, ich glaube, so Thema Integration Lateinamerika und vielleicht auch Thema der Wahrnehmung der Region bei uns medial waren, glaube ich, Themen, zu denen Sie gerne noch mal das Wort wollten. Ja, danke schön. Unter der Überschrift sozusagen Herausforderungen bei den Lateinamerika, Europa oder Deutschland Beziehungen. Ich glaube, also die Tatsache, hier wird viel von Integration gesprochen, Integration, und man hat oft hier die EU als Leitbild im Hinterkopf. Ich wäre sehr froh, wenn wir gute Koordinierungsinstanzen in Lateinamerika hätten, die schon bevor ein Problem an die OAS kommt, moderierend wirkend und koordinierend wirken. Ich glaube, Schadenfreude ist was Menschliches, aber es ist ein Problem auch für die OAS, dass die Regionalorganisationen in Lateinamerika gerade sich in einer Krise befinden, einige in einem Koma-Zustand. Das führt dazu, gepaart mit der Personalisierung der Politik, und mit dem Primat der Innenpolitik, führt dazu, dass die Außenpolitik nicht die Konstanz, die Stabilität hat, die man braucht für Partnerschaften. Ja? Dass Personalwechsel in den Regierungen und Parteiwechsel in den Regierungen dazu führen, dass sich die Allianzen je nach Couleur oder die kleinen Allianzen ad hoc unterschiedlich neu bilden. Und das wiederum verstärkt noch einmal die Personalisierung der Politik, weil diese Politik oder diese Dialogmechanismen nicht in einem institutionellen Rahmen bewegen. Und das ist eine riesige Herausforderung für Deutschland und für die EU. Man geht von einem gemeinsamen kulturellen Raum aus, aber man hat nicht einen Akteur, mit dem man die Beziehungen gestalten kann. Das heißt, ich begrüße jede Initiative und jede Strategie in Deutschland, in Europa, die dafür plädiert, die Beziehungen zu intensivieren und die Beziehungen auszubauen. Aber vielleicht, bevor wir das konkretisieren, sollten wir uns stark auf Partnersuche machen. Also die Aktivierung der Partnersuche heißt zugleich Priorisierung. Es ist sehr schwer zu sagen, mehr von allem, was wir schon haben. Sondern ich verstehe, dass Politik eher zukunftsgerichtet ist und dass die Zeit
die Zeit schon knapp ist für die Gestaltung oder für die Vorausschau. Aber vielleicht würde es sich lohnen zu gucken, auch wovon wollen wir weniger und was hat nicht gut funktioniert, welches Instrument hat sich nicht bewährt. Und dabei würde ich unterscheiden zwischen technischen Aspekten der Zusammenarbeit oder über Modelle, die man exportieren kann. Und die andere Sache ist eine politische Partnerschaft, die was anderes voraussetzt, neben der Übertragung von Programmen oder der Unterstützung, sondern auch eine stärkere Koordinierung auf internationaler Ebene. Also das heißt, Intensivierung und Ausbau setzt für mich zunächst mal eine Aktivierung der Partnersuche voraus, die nicht zu bewältigen ist, wenn man nicht Prioritäten setzt im Hinblick auf Akteure, Instrumenten und Themen. Die andere Sache ist, ich sehe ich finde auch sehr löblich und es ist wichtig, dass man sich um Augenhöhe bemüht. Das steht aber in einer Trade-off-Beziehung mit einer Tatsache, die in meinen Augen nicht geleugnet werden sollte, sondern damit gearbeitet werden sollte, und die ist die Asymmetrie. Augenhöhe ist gut und wichtig. Tatsache ist, die Beziehungen sind asymmetrisch. Und ich bin dagegen, dass man das leugnet, sondern man muss sich dem stellen. Die Asymmetrie bedeutet, dass das Gewicht Deutschlands und Europas in Lateinamerika größer ist als umgekehrt. Und es bedeutet auch, dass die Gestaltungsmacht Deutschlands und Europas auf internationaler Ebene größer ist als die Lateinamerikas. Und das bedeutet in meinen Augen, dass in dieser Lage der größeren Macht hat man auch eine gewisse Verantwortung für die Gestaltung. Und das bedeutet für mich bei Themen, und das, ich bin sehr dankbar für diese Anekdote oder für diese Geschichte von Herrn Weiß, das bedeutet auch eine Frage der Haltung. Und das heißt, dass wenn man Themen behandelt wie Drogenhandel, dass man nicht nur das Angebot fokussiert, sondern auch die Nachfrage. Und wenn wir über Gewaltkriminalität sprechen, nicht nur die Nachfrage nach Waffen behandeln, sondern auch das Angebot von Waffen. Und das ist, wo Augenhöhe in meinen Augen sich konkretisiert, im Bewusstsein der herrschenden Asymmetrie. Das würde sozusagen ein Rezept, das man noch, man sollte sich überlegen, wie dann in jedem Falle das Gestalt nimmt. Frau Zeller, vielen Dank. Das gibt mir die Möglichkeit, da nochmal nahtlos anzuknüpfen. Ich glaube, eine wichtige These auch unserer Strategie ist natürlich, dass wir unsere Freunde und Partner in Lateinamerika ermuntern wollen zu mehr regionaler Integration, zu mehr regionaler Zusammenarbeit, weil das ein Beitrag sein kann, diese Asymmetrie ein bisschen zu reduzieren. Weil natürlich sind wir hier auch im Wettbewerb um die Wahrnehmung, um die Aufmerksamkeit für bestimmte Regionen. Und eine Region, die zumindest mal in vielen Fragen stärker mit einer Stimme spricht, hat natürlich eine andere Chance, wahrgenommen zu werden, als wenn sie mit vielen Einzelpositionen hier im Wettbewerb und Aufmerksamkeit ist. Ich nehme mal das Thema der digitalen Wirtschaft noch auf, weil das war jetzt noch nicht angesprochen worden, ohne da im Detail drauf eingehen zu wollen. Wir haben ja in wenigen Wochen hier auch das Internet Governance Forum in Berlin. Wir haben historisch mit den Staaten Lateinamerikas eine sehr gute Zusammenarbeit, etwa wenn es um die Frage der Privatsphäre im Internet angeht, haben wir mit Brasilien gemeinsam ja auch in der UN schon vor einigen Jahren entsprechende Initiativen ergriffen. Und wir sollten, glaube ich, auch dort, da ist die Asymmetrie vielleicht gar nicht so ausgeprägt in diesem Themenfeld. Es gibt viele Sprunginnovationen in der digitalen Wirtschaft. Das erleben wir auch in Afrika. Volkmar Klein kennt sich damit auch gut aus, wo auf einmal digitale Modelle, wo man eben nicht einen Entwicklungspfad nachvollzieht, wie wir ihn in Europa hatten, sondern auf einmal ganze Entwicklungsschritte überspringt. Das ist meines Erachtens auch in Lateinamerika der Fall. Das ist eine Basis auch für Dialog und für ein Voneinanderlernen. Das gilt zum Beispiel auch im Bereich der politischen Kampagnen und der politischen Werbung.
mit allen Vor- und Nachteilen, wenn ich sehe, welche Rolle soziale Medien, Herr Generalsekretär hat es angesprochen, auch in der Mobilisierung dieser sozialen Unruhen gespielt haben, welche Rolle sie etwa auch im Wahlkampf von Herrn Bolsonaro gespielt haben, nur um ein Beispiel aus unserem Tätigkeitsfeld herauszugreifen. Dort ist vieles in Lateinamerika durchaus weit entwickelt und auch für uns ein lehrreicher Bezugspunkt. Jetzt habe ich einen kleinen geschäftsleitenden Konflikt. Wir sollen um 3:30 fertig sein. Der kolumbianische Botschafter hatte noch mal ums Wort gebeten. Ich weiß nicht, ob das mit einer kurzen Intervention getan ist. Ansonsten möchte ich nämlich dem Kollegen Erndl das Schlusswort nicht zu sehr beschneiden. Also wenn das, Herr Botschafter, nicht gleich wieder eine ganze Diskussion auslöst, weil dafür haben wir keine Zeit mehr. Ja? Sí, muchas gracias. Lo voy a hacer en español. En primer lugar, mil gracias a CDU-CSU que haya dedicado este tiempo a Latinoamérica. Es muy valioso para nosotros. Tres temas que yo creo que es importante tener en cuenta en la agenda porque son de mucho peso en nuestra región. El primero es que hablamos de democracia, pero en muchos de nuestros países esa democracia, a pesar de que aparentemente existe, no es real. Y no es real por unos fenómenos complejos como el de venta de votos. Si nosotros miramos el informe de Transparencia Internacional de hace un mes, hay países en América Latina donde el 50% de los votos fueron vendidos. En el caso, y son varios países importantes y alto nivel de población, en el caso de Colombia, donde el voto no es obligatorio, es voluntario, hay un nivel de abstención del 50%. Y hay un reconocimiento de compra de votos del 40%. Eso quiere decir que finalmente los votos reales son cercano al 30% para elegir supuestamente democráticamente. Esto es una problemática que yo creo que vale la pena abordar y en el trabajo conjunto entre Alemania y nuestra región vale la pena. Lo segundo es el tema de derechos humanos. Alemania ha hecho un esfuerzo muy grande por apoyar a nuestros países alrededor del tema de derechos humanos, pero en nuestros países en muchos casos no va de la mano derechos humanos de deberes humanos. Y nuestras sociedades se vuelven terriblemente exigentes de derechos, pero no conscientes de los deberes. Y yo creo que ahí Alemania, a través de las fundaciones políticas, puede jugar un papel muy importante. Les doy una cifra que es aterradora. En Bogotá, cada día, en el sistema de transporte público masivo, en Transmilenio, entran 400,000 pasajeros que no pagan el tiquete, que premeditadamente no cumplen con su deber de pagar. Y el tercero, se me olvidó, el tercero, muy bien, esos dos. Herzlichen Dank, Herr Botschafter. Wir lassen das mal in der vorgetragenen Kürze so stehen. Ich darf mich meinerseits schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die große Aufmerksamkeit, für das Engagement in der Diskussion. Der Kollege Thomas Erndl hat das Schlusswort. Bei uns muss immer jemand von der CSU zu Wort kommen. Thomas Erndl ist ein sehr geschätzter Kollege und unter anderem der amtierende faktische Vorsitzende des Unterausschusses Auswärtige Kulturpolitik im Deutschen Bundestag. Etwas, was eben in dem Zusammenhang mit Lateinamerika auch eine große Rolle spielt. Und wir arbeiten ja manchmal zwischen CDU und CSU in Lateinamerika mit getrennten Kräften, aber mit vereinter Zielrichtung. Auch in Chile haben wir über Jahrzehnte, glaube ich, ja unterschiedliche Parteienpartnerschaften gehabt, was vielleicht nicht immer ganz einfach, aber auch nicht immer nur von Nachteil war. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du diese Veranstaltung abschließt. Danke dir. Ja, Herr Generalsekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es waren eigentlich schon einige Schlussworte dabei, aber trotzdem gebührt mir das Schlusswort und wir wollen ja positiv enden. Insofern darf ich vielleicht das Beispiel des Botschafters aufnehmen. Wir in Deutschland haben eine Diskussion, ob der öffentliche Nahverkehr nicht generell für alle kostenfrei sein soll. Vielleicht sind Sie da schon einen Schritt voraus. Aber gut, kommen wir zur Thematik des heutigen Tages. Ich glaube, wir haben sehr vielschichtig die Situation in Lateinamerika beleuchtet, Herausforderungen, Chancen und müssen feststellen, dass wenn natürlich die maßgeblich politische Kraft hier in Deutschland so ein Papier, so eine Vision auflegt und so einen großen Kongress auch veranstaltet, dann ist das ein starkes Signal, dass wir neben all den verschiedenen innenpolitischen Themen auch
die wichtigen globalen Themen im Blick haben. Und der Herr aus der Botschaft Paraguay hat zu Recht auch kritisiert, dass viele Dinge hier sehr hysterisch beleuchtet werden. Und ich glaube, wir wollen auch mit diesem Kongress ein Signal setzen, dass wir der Hysterie, die in vielen Politikbereichen leider bei uns vorhanden ist und die auch oftmals nicht tragbar ist, dass wir der auch tatsächlich was entgegensetzen und mit einem nüchternen, sachlichen Blick die Dinge auch behandeln. Der Herr Generalsekretär hat zu Recht auf die gemeinsame Wertebasis hingedeutet, die unsere Grundlage ist für eine Partnerschaft mit vielen Ländern Südamerikas, für den Eintritt für regelbasierte Ordnung. Und Deutschland und Europa sind auf viele Partner angewiesen, damit wir dem Ganzen auch entsprechend Nachdruck verleihen können. Es ist angesprochen worden, ich leite den Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, war auch in Brasilien in diesem Jahr und habe auch viele verschiedene Eindrücke mitgenommen. Es war sehr wohltuend, auch was Waldbrände und viele Aspekte betrifft, wenn man neben der Berichterstattung hier dann auch tatsächlich Eindrücke vor Ort mitnimmt. Insofern bin ich sehr dankbar, dass diese Reise mich dann nach Brasilien geführt hat. Es ist im Übrigen so, dass es, glaube ich, generell empfehlenswert ist, wenn, der Herr Baras, glaube ich, hat es angesprochen, ein Zitat des Bundespräsidenten, wir sollen die Welt kennenlernen, wenn wir nicht jetzt den Verzicht auf das Fliegen propagieren. Ich glaube, da müssen wir mit technischen Lösungen die Herausforderungen lösen, sondern dass wirklich viele Menschen sich auf den Weg machen, die Welt vor Ort kennenlernen und dann eben mit differenzierten Bildern auch zurückkommen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Und ich habe kennenlernen dürfen eine große Aufgeschlossenheit für Deutschland, eine große Begeisterung. Ich habe kennenlernen dürfen viele Schülerinnen und Schüler in deutschen Schulen, die dann auch vorhaben, hier in Deutschland zu studieren. Und es ist jetzt in keinem Fall so, dass man da vielleicht von einem Brain Drain sprechen muss, sondern wir haben ja die Situation, dass viele deutsche Niederlassungen in Brasilien, wenn ich das als Beispiel nehmen darf, jetzt auch von Brasilianern geleitet werden, die eben sozusagen den Schulweg gegangen sind mit deutscher Schule, vielleicht Studium in Deutschland, aber dann wieder zurückgegangen sind und jetzt vor Ort dort die Filiale leiten. Und das ist ein großer Beitrag, wie sich die Regionen, wie sich die Länder noch stärker vernetzen können. Und ich habe natürlich auch das Kraftzentrum der Wirtschaft in Sao Paulo kennenlernen dürfen. Ja, es soll nicht zu lange werden, deswegen lege ich jetzt da mal ein paar Dinge zur Seite. Ich glaube, mit unserer Vision, die wir aufgelegt haben, haben wir uns bewusst auch viel vorgenommen für die nächsten 10 Jahre und wollen über den Handel, und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir jetzt hier nicht zu sehr uns auf den Verzicht konzentrieren, sondern dass die Nachfrage und der Handel nach wie vor wichtig sind, weil das auch wirtschaftliche Teilhabe erlaubt und das natürlich auch die Grundlage für viele weitere Entwicklungen ist, die unbedingt notwendig sind. Aber wir haben uns mit dieser Vision viel vorgenommen und wollen da auch ein Positivszenario entwickeln. Und ich glaube, dass das für die Beziehungen zwischen Deutschland, Europa, Lateinamerika unser Ziel und Anspruch sein muss, dass wir nicht denen das Wort reden, die alles negativ sehen und die bestimmte negative Entwicklungen da verstärken, sondern dass wir hier auch die positiven Aspekte der Zusammenarbeit hervorheben. Und in diesem Sinne, glaube ich, kommt das 250. Jubiläumsjahr der Geburt Alexander von Humboldts recht, der für die Wiederentdeckung Lateinamerikas gefeiert wurde. Und ich glaube, dass das gerade das richtige Motto und der richtige Zeitpunkt ist, denn der Weg von vielleicht einer neuen Wiederentdeckung Lateinamerikas für unsere und für die europäische Außenpolitik bis zu einer Partnerschaft, und auch wenn man die Asymmetrie natürlich im Blick hat, aber deswegen glaube ich, ist Partnerschaft auf Augenhöhe gerade das Stichwort, das Kernelement, das hier an den Tag gelegt werden muss, weil mit Besserwisserei kommen wir nicht weiter, sondern wir müssen partnerschaftlich auch auf Augenhöhe die Herausforderungen angehen. Und deswegen ist diese Partnerschaft in der Zukunft wichtig, dass wir hier entschlossen
ja, das Engagement der Regierungen in der EU und in Lateinamerika auch weitsichtig, ambitioniert und aufmerksam von der parlamentarischen Seite begleiten. Deswegen hat die Unionsfraktion hier diese Vision auf den Weg gebracht und wir wollen das im kommenden Jahrzehnt mit allen Kräften gewährleisten. Es freut mich sehr, dass so viele der Einladung der Fraktion gefolgt sind, dass wir hier ein volles Haus haben und wirklich sehr vielschichtig die Situation in Lateinamerika diskutieren konnten. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Applaus